Beratung fort. Für die heutige Aussprache haben wir eine Redezeit von insgesamt 9 Stunden vereinbart. Ich werde jetzt abgelöst und den Rest macht die Kollegin. Genau. Gut, vielen Dank. Fragen wechseln eh jetzt alle. Ja, genau. Ich habe den ersten Satz gesprochen. Kannst du beginnen mit der? Mhm. Genau, mache ich. Wir werden uns auch gleich ab. Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher auf den Besuchertribünen. Aktuell ist noch der Probealarm heute am bundesweiten Warntag. Und wer ihn noch nicht ausbekommen hat, der kann kurz mal sein Handy entsperren. Dann hört das dröhnende Geräusch auf. Es wäre schön, wenn wir das alle hinbekommen, bevor wir in den nächsten Einzelplan, in die Debatte einsteigen. Vielen Dank. Dann beginnen wir heute unsere Haushaltsberatungen mit dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und ich erteile das Wort für die Bundesregierung der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte KollegInnen, liebe Zuhörende, ich bin sehr froh, mit dem Haushalt des Bundesfamilienministeriums ein Zeichen der Zuversicht und der Stärke senden zu können. Trotz enormer Sparvorgaben für den Gesamthaushalt ist es gelungen, ein Kinderpaket zu schnüren und Familien im kommenden Jahr mit zusätzlichen 3 Milliarden Euro finanziell zu stärken. 3 Milliarden Euro gegen verdeckte Kinderarmut und für die Unterstützung aller Kinder. Der Einzelplan 17 bringt Kindern, Jugendlichen und Familien ganz konkrete Leistungsverbesserungen. Und erstmalig gilt, dass wirklich jedes Kind dem Staat gleich viel wert ist. Das heißt, egal in welcher Familie es lebt, egal ob die Eltern arm oder reich sind, alle Kinder profitieren. Alle bekommen 5 Euro pro Monat und damit gleich viel mehr. Und es wird nicht verrechnet und das Geld geht direkt an alle Familien. Das heißt, der Kinderfreibetrag wird umgerechnet auf den Monat um 5 Euro erhöht, genauso wie das Kindergeld auf dann 255 Euro pro Monat. Und auch der Kindersofortzuschlag steigt um 5 Euro auf dann 25 Euro für Familien im Bürgergeld oder in der Grundsicherung. Kaum eine Regierung hat Familien finanziell so gestärkt wie diese Koalition. Seit Beginn der Legislaturperiode haben wir die familienbezogenen Leistungen bereits um 8 Milliarden Euro erhöht, unter anderem durch die größte Kindergelderhöhung seit den 90er Jahren, meine Damen und Herren. Und wir haben noch mehr vor, um allen Kindern eine echte Chance zu geben, indem wir den Zugang zu den Leistungen vereinfachen und indem wir sie materiell so absichern, dass sie sich zutrauen, in ein gutes Leben zu starten mit der Kindergrundsicherung. Das parlamentarische Verfahren läuft dazu. Liebe Anwesende, aber im Kinderpaket ist noch mehr drin, nämlich 4 Milliarden Euro für eine bessere Kindertagesbetreuung. Und das heißt eben eine bessere frühkindliche Bildung und mehr Chancengerechtigkeit für alle Kinder in diesem Land. Und dabei konzentrieren wir uns auf den besseren Fachkraft-Kind-Schlüssel, denn die Kleinsten brauchen Zeit und sie brauchen Vertrauen mit ihren Erzieherinnen und Erziehern. Wir konzentrieren uns auf die Verbesserung der sprachlichen Bildung in den Kitas, weil gerade in den ersten Jahren die entscheidenden Lebensjahre dafür sind, für die Sprachentwicklung. Wir konzentrieren uns auf das Fördern einer ausgewogenen und nachhaltigen Ernährung, weil Kinder sie für ihre Gesundheit und für ihre Entwicklung brauchen.
Und wir wollen auch die Kita-Leitungen stärken, damit sie gute frühkindliche Bildungskonzepte realisieren können. Letztlich geht es um ein bedarfsgerechtes Angebot, denn Kitas und Eltern kennen ihre Bedürfnisse ganz genau. Mit dem inzwischen zweiten Kita-Qualitätsgesetz in dieser Legislaturperiode machen wir einen weiteren Schritt in Richtung langfristig einheitlicher Qualitätsstandards für die frühkindliche Bildung in ganz Deutschland. Und wir verbessern damit gleichzeitig die Rahmenbedingungen für die Beschäftigten und leisten damit auch einen wichtigen Beitrag, um die Fachkräfte für unsere Kleinsten zu sichern und zu gewinnen, die wir so dringend brauchen, meine Damen und Herren. All das unterstützt Kinder. Und es hilft Eltern, Beruf und Familie besser miteinander zu vereinbaren. Und davon profitieren wir alle, die Wirtschaft, aber eben auch die Gesellschaft insgesamt. Werte Kolleginnen, werte Zuhörende, in einer Demokratie ist es unser aller Job, die Interessen von fast 84 Millionen Menschen in Deutschland unter einen Hut zu bringen. Das ist Arbeit. Demokratie ist Arbeit. Und zwar übrigens nicht nur für Abgeordnete wie uns. Wir sind kein Parteienstaat. Wir sind eine plurale Demokratie. Wir sind eine Demokratie mit einer funktionierenden Gewaltteilung zwischen Regierung, Parlament samt Opposition, unabhängiger Justiz, freier Presse und der Freiheit von Wissenschaft und Kultur. Wir sind eine Demokratie, deren Funktionstüchtigkeit aber auch ganz entscheidend davon abhängt, dass die Werte der Demokratie auch im Alltag jedes und jeder Einzelnen lebendig sind. Und deshalb unterstützen wir, genauso wie wir Wissenschaft und Kultur staatlich unterstützen, ohne die Freiheit einzuschränken. Sie wissen, das Gegenteil ist der Fall. Deshalb unterstützen wir mit unserem Programm Demokratie leben mit knapp 182 Millionen Euro engagierte Menschen und Projekte, die die Demokratie und die Vielfalt stärken. Die arbeiten gegen jede Form von Extremismus und Hass von rechts, von links oder von Islamisten. Übrigens, gäbe es das Programm Demokratie leben nicht, dann gäbe es auch kein Kompetenznetzwerk zum islamistischen Extremismus aus zivilgesellschaftlichen Trägern, das Schulen, Vereine, den Strafvollzug und sogar Aussteigerprojekte unterstützt. Ja, dieses Kompetenznetz, das produziert keine Schlagzeilen, das taugt auch nicht für politische Ultimaten. Aber es leistet im Gegensatz zu politischen Inszenierungen einen effektiven Beitrag zur Deradikalisierung und damit zu mehr Sicherheit, meine Damen und Herren. Solche bundeszentralen Infrastrukturen gegen islamistischen Extremismus dauerhaft zu etablieren, derzeit sind es eher Modellprojekte, das sollte selbstverständlicher Teil unserer klaren Antwort auf den scheußlichen Terroranschlag von Solingen sein. Und deswegen wäre die Verabschiedung des Demokratiefördergesetzes so wichtig, meine Damen und Herren. Aus der Mitte der Gesellschaft für die Mitte der Gesellschaft. Werte Anwesende, 29 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich für andere. Davon 90.000 junge Menschen pro Jahr, die einen Freiwilligendienst absolvieren. Freiwilligendienst ist nicht nur unverzichtbar für unzählige soziale, kulturelle und andere Träger, sondern ist vor allen Dingen auch ein ganz wertvoller Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung. Und darum bin ich froh, dass wir die finanziellen Mittel für die Freiwilligendienste auf dem Ist-Niveau von 2023 fortführen können, mit 184 Millionen Euro für den Bundesfreiwilligendienst und 106 Millionen Euro für die Jugenddienste. Und für die Sicherung des Haushaltsansatzes entscheidend ist, dass es eben auch über 25 hinaus gilt, erstmalig für 26, 27 und 28 in gleicher Höhe, meine Damen und Herren. Werte Zuhörende, wissen Sie, wie berührend es ist, wenn Kinder und Jugendliche, wenn ich auf Kinder und Jugendliche treffe, die aufgrund der guten Arbeit, die im Rahmen des Kinder- und Jugendplans gemacht werden, ihre Ohnmachtserfahrung aus der Pandemiezeit überwinden können? Ich möchte einmal daran erinnern, 18-Jährige, die haben vor 2 Jahren, waren sie 16, als Russland die Ukraine angriff. Sie waren 14, als weltweit Millionen Menschen an Corona starben. Und sie waren 12, als Greta Thunberg, als Fridays for Future global für Klimaschutz mobilisierte. Aber die müssen jetzt schon wieder erleben, dass wir wieder einmal den heißesten Sommer seit der Aufzeichnung des Wetters sind. Und seit sie 10 sind, erleben sie Menschen direkt in ihrer Nachbarschaft oder Klasse, die von Klimafolgen, Krieg oder Vertreibung fliehen. Und deshalb ist die gesicherte Finanzierung für den Kinder- und Jugendplan so grundlegend wichtig, meine Damen und Herren.
für ein gutes Aufwachsen in herausfordernden Zeiten. Und ich bin wirklich dankbar für die großartige Arbeit, die von den Trägern und Verbänden geleistet wird und froh sagen zu können, dass der Kinder- und Jugendplan im kommenden Jahr in gleicher Höhe fortgeführt werden wird. Im Abschluss möchte ich mich noch einmal bei all meinen Kabinettsmitgliedern bedanken. Es war herausfordernd und trotzdem war es eben möglich, dass mein Etat gegenüber dem Finanzplan um über 1 Milliarde Euro steigen konnte. Das war nicht selbstverständlich und erstmal noch ganz, ganz großes Dankeschön. Und jetzt freue ich mich auf die parlamentarischen Verfahren und bitte um Zustimmung. Herzlichen Dank. Und für die Unionsfraktion ist die nächste Rednerin Dorothee Bär. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fand es beeindruckend, Frau Ministerin, dass Sie bei Ihren Großartigkeiten, die Sie zu verkünden haben, ganz genau sich an Ihr Manuskript festgehalten haben, weil Sie wahrscheinlich so Textbildschere gar nicht glauben konnten, was Sie gemeint haben oder nicht gemeint haben, was Sie gelesen haben, weil das schon ein bisschen eine komplett verzerrte Wahrnehmung ist, die Welt, in der Sie anscheinend leben und die Welt, in der Familien in Deutschland leben. Und es hat ja gestern schon mit der Aussprache beim Bundeskanzler angefangen, der uns auch erklärt hat, wer es zwischendurch mitbekommen hat, wie gut es jetzt läuft beim Ausbau der Kitas. Auf meinen Zwischenruf hin hat er es noch einmal bestätigt, dass Sie da mit ganz großen Schritten vorangehen. Doch die Wahrheit in Deutschland ist doch eine ganz andere. Ich weiß überhaupt nicht, wer von Ihnen überhaupt in letzter Zeit in Einrichtungen war, in Kindergärten war, in Kitas war. Da läuft es überhaupt nicht gut. Und die fühlen sich komplett verhöhnt, wenn der Bundeskanzler und die Bundesfamilienministerin dann hinstellen und sagen, dass es super läuft. Und ich wusste ganz genau, dass der Zwischenruf kommt, Länder, Länder, Länder. Es war schon eingepreist in meiner Rede. Wo hat denn diese Bundesfamilienministerin den letzten Bund-Länder-Gipfel mal einberufen? Wann hat sie sich denn überhaupt mal die Mühe gemacht, auch mit denjenigen vor Ort zu sprechen, die im täglichen Nahkampf sind? Und wenn uns Kinder wirklich wichtig sind, wenn uns Jugendliche wichtig sind, wenn uns die Familien wichtig sind, wenn Sie sich jetzt gerade heute hier hinstellen, Frau Ministerin, und sagen, wie wichtig der Spracherwerb ist, nachdem Sie die Sprachkitas komplett gestrichen haben, rausgenommen haben, das ist doch wirklich eine absolute Verhöhnung. Und ich kann es 0,0 nachvollziehen. Sie sind jetzt seit genau 870 Tagen im Amt. 870 Tage, 6 Gesetze, muss ich sagen, vielen Dank als CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dass Sie es nicht noch schlimmer gemacht haben in diesem Land. Also nur 6 Gesetze ist wirklich eine freudige Bilanz für uns, weil es hätte ja alles viel mehr schlecht laufen können. Und Sie sind auch eine Ministerin, weil Sie sich gerade im ganzen Kabinett bedankt haben, dass Sie da alle gut zusammenarbeiten, die auch sehenden Auges für Familien es erschwert, wenn sie mitmachen gegen die Gesundheit der Kinder, dass beispielsweise Cannabis legalisiert wird und sie nichts dagegen tun, dass solche Zustände in unserem Land herrschen. Und Sie sind ja nicht nur für Familien zuständig, Sie sind auch für Frauen zuständig, Sie sind auch für Senioren und für Jugendliche zuständig. Bei Jugendlichen gilt genau das Gleiche, was Drogenpolitik betrifft. Aber noch mal zum Thema Gesundheit zu kommen. Nachdem Sie sich schon nicht für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen interessieren, warum interessieren Sie sich auch nicht für die Gesundheit von Frauen? Wo ist denn mal Ihr Aktionsplan? Wo sind Sie denn mal unterwegs und setzen sich mal mit dem Kollegen Lauterbach zusammen und kümmern sich um Endometriose, kümmern sich um Frauen in der Menopause, kümmern sich um Frauen mit Lipödemen, kümmern sich um Frauen, die beispielsweise, wie es in anderen Ländern üblich ist, auch bei Menstruationsbeschwerden noch mal andere Möglichkeiten haben, am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Nichts hören wir davon, Ihnen gar nichts. Und wenn zum Beispiel beim Thema Endometriose nicht auf Druck der Union mal ein paar Gelder eingestellt worden wären, hätten wir auch bei Frauenkrankheiten bis heute keine Lösung in diesem Land. Und auch da hören wir nichts von Ihnen. Wenn Sie sich schon nicht um Frauengesundheit kümmern, dann sollten Sie sich vielleicht auch gerade als grüne Ministerin mal um die Frauen kümmern, die nicht gesehen werden in Deutschland. Auch da würde ich Sie jetzt einfach mal einladen. 23. September findet auf Antrag der CDU-CSU-Bundestagsfraktion eine große öffentliche Anhörung zum Thema Prostitution, zum Thema nordisches Modell statt. Auch da verweisen Sie immer wieder auf irgendwelche Gutachten, die nächstes Jahr rauskommen, stellen sich da auch nicht an die Spitze der Bewegung und haben da auch eine komplette Realitätsverweigerung, die ich schon überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Nochmal 870 Tage. Und keine einzige Frau, mit der ich spreche, weiß überhaupt, wer die Bundesfrauenministerin ist, geschweige denn hat jemals etwas von Ihnen pro Frauen gehört. Und das finde ich schon skandalös an der Stelle.
Kommen wir zum Thema Senioren. Auch beim Thema Senioren. Wir haben als CDU-CSU in den letzten Perioden dann auch mit Koalitionspartnern unsere Einsamkeitsstrategie vorgelegt. Sie haben es ein bisschen übernommen, haben die aber auch nicht mit Leben gefüllt. Wo ist denn da Ihr Engagement? Wo nutzen Sie denn beispielsweise die damals von Ursula von der Leyen ins Leben gerufenen knapp 500 Mehrgenerationenhäuser in unserem Land? Ich bin in meinem Wahlkreis von 3 Mehrgenerationenhäusern die Patin. Und das sind übrigens die Leitungen keine CSUler. Da ist auch eine SPD-Leitung, die sagt, hoffentlich übernimmt jetzt die Union bald mal wieder dieses Haus, weil wir von den Grünen und der SPD überhaupt nichts hören an dieser Stelle. Auch da muss man ganz ehrlich sagen, gehen Sie doch einfach mal raus ins Land und schauen sich um und stellen Sie sich nicht hier hin und sagen, was alles ganz großartig läuft. Und deswegen frage ich Sie heute auch noch mal an dieser Stelle, von vielen Ankündigungen nichts gewesen. Beim Thema Kindergrundsicherung muss ich ja lachen, wenn Sie sich jetzt hier hinstellen nach 3 Jahren und sagen, läuft jetzt alles super im parlamentarischen Verfahren. 3 Jahre. Sie haben jedes einzelne Projekt, was wir von Ihnen wollten, jetzt 3 Jahre damit abgetan, wird alles durch die Kindergrundsicherung gelöst. Alles durch die Kindergrundsicherung. Sie hätten natürlich schon viel erreicht, weil 5.000 neue Stellen ist natürlich großartig, hilft der Bürokratie wahnsinnig. Und Sie hätten wirklich nicht nur dem Bund, den Ländern, auch die Kommunen, die sich an uns wenden, überhaupt keinen Gefallen getan, wenn es denn durchgesetzt wäre. Deswegen lassen Sie es noch ein bisschen im parlamentarischen Verfahren. Ich sage Ihnen jetzt schon, wird nie kommen, auch nie so, wie Sie es sich vorgestellt haben. Wenn dann vielleicht mal eine Maus dann auf die Welt kommt, kann ja alles sein. Aber es wird auf jeden Fall nicht so funktionieren. Und das war uns als Union schon von Anfang an klar. Deswegen abschließend. 870 Tage im Amt, 870 Tage nichts erreicht, 870 nicht gute Tage für die Familien in Deutschland, für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Frauen und für die Senioren. Deswegen kann man nur sagen, die Bilanz ist katastrophal. Und ich wünsche nicht nur mir, sondern dem ganzen Land endlich eine Familienpolitik, die den Namen auch verdient. Ganz herzlichen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Felix Döring. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich die Finanzplanung für den Haushalt des Familienministeriums gesehen habe, so wie eigentlich geplant, da ist mir ein bisschen Angst und Bange gewesen. Da wären nämlich ursprünglich 13 Milliarden Euro eingeplant gewesen. Und da habe ich mir in der Tat die Frage gestellt, wie soll das denn umzusetzen sein? Umso freulicher ist das Ergebnis, das wir jetzt vorgelegt bekommen haben. Anstatt Kürzungen in Höhe von 872 Millionen Euro, die das ganz konkret bedeutet hätte, haben wir jetzt sogar einen Aufwuchs im Vergleich zum letzten Haushalt in Höhe von 560 Millionen Euro im Regierungsentwurf drin. Das bedeutet also knapp 1,5 Milliarden Euro mehr als ursprünglich geplant. Das entspricht übrigens ca. 10% des Gesamtvolumens des Haushalts. Und das ist ein gutes Zeichen für die Familien, Senioren, Frauen und Jugendliche in diesem Land. Übrigens sind die 2 Milliarden für die Kita, Frau Ministerin hat es angesprochen, da noch gar nicht mit eingerechnet. Besonders erfreulich, auch das wurde eben schon gesagt, wir haben eine Milliarde ungefähr vorgesehen für die Erhöhung des Kinderzuschlags. Ich will das aber noch mal zum Anlass nehmen, um auf ein Problem hinzuweisen in diesem Zusammenhang bei den Leistungen für Kinder. In Deutschland bekommt man ja entweder Kindergeld oder über den Kinderfreibetrag das Ganze von der Steuer erstattet. Da haben wir leider eine Differenz zwischen sehr hohen Einkommen und sehr niedrigen Einkommen in Höhe von über 100 Euro momentan. Wir haben als Ampelkoalition richtigerweise festgeschrieben in unserem Koalitionsvertrag, dass wir das angleichen wollen. Und das ist, glaube ich, auch weiterhin ganz wichtig und muss deswegen in den nächsten Monaten noch mal Priorität haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind das Parlament, wir sind der Haushaltsgesetzgeber, wir sind selbstbewusst. Es gibt da eine Sache, die mögen wir überhaupt nicht. Die Regierung macht einen Vorschlag. Wir sagen dann als Parlament, auch in mehreren Jahren, wir hätten da gerne noch ein bisschen mehr. Und im nächsten Regierungsentwurf
sind wir dann aber wieder im ursprünglichen Vorschlag, den die Regierung bereits das Jahr davor vorgelegt hat. Die Erhöhungen, die das Parlament erkämpft hat, werden in der Weise also nicht weitergeführt. Ich muss hier mal lobend anerkennen, im Kinder- und Jugendplan des Bundes, der uns letztes Jahr große Sorgen bereitet hat im parlamentarischen Verfahren, da wurden alle Erhöhungen, die wir fortgeschrieben haben, oder alle Erhöhungen, die wir erkämpft haben als Parlament, von der Regierung fortgeschrieben. Und die zivilgesellschaftlichen Träger, die in den letzten Jahren keine Erhöhung bekommen haben, denen wurde sogar eine 5%-Erhöhung in Aussicht gestellt. Das ist ein ganz wichtiges Signal an all die Menschen, die sich dort engagieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Langfristig, und das ist für diese Legislaturperiode nicht mehr realistisch, so ehrlich bin ich, langfristig müssen wir aber gucken, wie gehen wir mit den steigenden Tarifkosten um, wie gehen wir mit der Inflation um. Und deswegen müssen wir uns langfristig Gedanken darüber machen, wie wir in all diesen Zuwendungsbereichen eine Dynamisierung erreichen. Meine Fraktion ist bereit, mit allen darüber zu sprechen, die ein Interesse daran haben. Und wo das leider nicht so gut geklappt hat, dass mit der Fortschreibung der Erhöhungen, die parlamentarisch erkämpft wurden. Das sind beispielsweise, ich muss es hier ansprechen, die psychosozialen Zentren für Geflüchtete, die Bundesstiftung Frühe Hilfen, beispielsweise aber auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Das werden wir uns noch mal anschauen müssen. Und das lässt sich besonders in diesem Fall auch aus der Sache heraus begründen. Mir ist nämlich ein Fall zugetragen worden aus der Beratungsstelle einer Antidiskriminierungsstelle. Da schreibt eine Person: Beim Einsteigen in den Bus fragte ich höflich, ob ich einen Platz nehmen könne. Zu meinem Schock und Entsetzen antwortete der Fahrer unhöflich: Nein, du musst zurück in dein Land. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, das ist die Reaktion auf die Stimmung, so wie hier auch politisch diskutiert wird, wenn sich der politische Diskurs weiter nach rechts verschiebt, wenn Sie nur noch von Remigration reden, wenn die Union nur noch von Kontrollverlust in Migrationsfragen redet. Wir müssen diesen Menschen sagen, dass ihr hier Teil dieser Gesellschaft seid, das steht gar nicht zur Debatte. Das muss dann entsprechend auch finanziell unterlegt werden. Und deswegen müssen wir übrigens auch das Demokratiefördergesetz endlich beschließen. Das macht nämlich auch einen wichtigen Beitrag in Sachen beispielsweise auch Islamismusprävention. Das liegt vor. Wir können es meinetwegen morgen beschließen. Würde mich freuen, wenn wir da zügig vorankommen. Herzlichen Dank. Martin Reichert für die AfD-Fraktion ist der nächste Redner. Frau Präsidentin, anwesende Damen und Herren, ich spreche hier heute als Vertreter der Einheimischen, die schon länger hier wohnen, die aus den Reihen der Partei von Frau Paus als eklige weiße Mehrheit beleidigt werden und denen man von Seiten der Grünen Einwanderung bis zum Volkstod wünscht und damit den Garaus machen will. Und tatsächlich mit Ihrer Kinder-, Familien- und einheimischen feindlichen Politik, Frau Ministerin, sind Sie von der Ampel diesem Ziel schon sehr nahe gekommen. Die Geburtenrate in Deutschland ist auf ein historisches Tief gesunken. Jede Generation von Familien mit deutscher Staatsangehörigkeit verliert in der Kindergeneration 40% an Bestand. Um es klarzumachen, 1 Million Menschen mit deutschem Pass, die heute leben, haben noch 600.000 Kinder und in der Enkelgeneration noch 360.000. Sie als Linksgrüne interessiert das natürlich nicht, denn das ist die Grundlage Ihrer wahnsinnigen Einwanderungspolitik, meine Damen und Herren. Studien belegen aber, dass die Menschen in Deutschland gerne mehr Kinder hätten. Sie aber verhindern den Herzenswunsch der Menschen dadurch, dass sie eine Politik gegen die Einheimischen machen, eine Schandpolitik, Frau Paus, und zum Glück ist das Ihr letzter Haushalt. Wie sieht diese Politik im Einzelnen aus? Familien, in denen beide Eltern arbeiten wollen, denen wird keine adäquate Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt, denn es fehlen Erzieher, dadurch entsteht Unzuverlässigkeit und außerdem ist das Ganze auch noch zu teuer. Familien, in denen ein Elternteil zu Hause bleiben will, können sich das oft nicht leisten, denn sie leiden insbesondere unter der Teuerungs- und Inflationswelle, die die Ampel ausgelöst hat, meine Damen und Herren. Zum Hohn dieser Familien wird ihnen dann auch noch von Linksgrün der Zwang, dass beide Eltern im Mindestlohn arbeiten müssen, als Gleichstellungserfolg verkauft. Eine Schande, meine Damen und Herren. Zu alledem wollen Sie mit dem Ehegattensplitting jetzt auch noch den letzten Steuervorteil für Familien abschaffen. Sie, Frau Paus, sind die personifizierte Familienfeindlichkeit, meine Damen und Herren.
Ihre Koalition der Deutschlandabschaffer schafft in Deutschland die Hölle für die kommenden Generationen. Schon heute werden einheimische Jugendliche von Banden krimineller Migranten drangsaliert, beraubt, zusammengeschlagen und sogar getötet. Gruppenvergewaltigungen aus den gleichen Milieus sind an der Tagesordnung. Aber ich sage Ihnen das eine, Sachsen und Thüringen haben gezeigt, dass Deutschlands Jugend diese Vernichtung ihrer Zukunft nicht mitmachen wird und verhindern will. Sie wird auch in Brandenburg und im Bund eine mächtige Stütze Deutschlands sein und der Ampel den berechtigten Weg in die Biotonne weisen. Vielen Dank. Lieber Herr Reichert, ich werde mir Ihre Rede noch mal anschauen und werde mir entsprechende Ordnungsmaßnahmen vorenthalten. Und für die FDP-Fraktion hat nun das Wort Claudia Raffelmüschen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auf den ersten Blick klingt es wie eine gute Nachricht. Der Etat des Familienministeriums steigt für 2025 um fast 1,5 Milliarden auf gut 14,4 Milliarden Euro. Das ist vor allem in Zeiten der wirtschaftlichen Flaute keine Selbstverständlichkeit, denn das Geld muss zunächst erst einmal irgendwo erwirtschaftet werden. Eine noch höhere Verschuldung ist jedenfalls keine Lösung. Das sieht nicht nur der Finanzminister so, sondern auch das Verfassungsgericht und unser aller Grundgesetz, das wir gerade erst ausgiebig zu seinem 75. Geburtstag gefeiert haben. Der Löwenanteil des Aufwuchses im Einzelplan 17 kommt durch die Erhöhung des Kinderzuschlags um 955 Millionen Euro zustande. Und hierzu gibt es mindestens zwei Wahrheiten. Einesteils ist es großartig, dass wir es uns als Staat leisten können und auch leisten wollen, benachteiligte Kinder und ihre Familien besonders zu unterstützen. Andererseits bedeutet die nochmals gestiegene Inanspruchnahme dieser Leistung aber eben auch, dass viel zu viele Familien auf die Hilfe der Solidargemeinschaft angewiesen sind und es nicht aus eigener Kraft schaffen, ihren Kindern eine gute und wirtschaftlich stabile Existenz zu bieten. Diese Vorstellung entsetzt mich als Mutter sehr, und ich ziehe den Hut vor allen Eltern, ganz besonders vor alleinerziehenden Müttern, die täglich dafür kämpfen, dass es ihren Kindern einmal besser geht. Als Volkswirtin und FDP-Berichterstatterin für den Einzelplan 11, also Arbeit und Soziales, weiß ich allerdings auch, dass wir uns seit Jahren einen viel zu aufgeblähten Sozialstaat leisten und dass längst nicht alle Mittel wirksam und zielgerichtet eingesetzt werden. Auch im Einzelplan 17 müssten wir uns für meinen Geschmack noch stärker fragen, welche Leistungen und Programme wirklich einen Mehrwert für die Empfänger haben und an welchen Stellen der Nutzen minimal oder sogar kontraproduktiv ist. Nicht immer ist die Einmischung des Staates, auch wenn sie noch so hehre Ziele verfolgt, sinnvoll und überhaupt akzeptabel. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass die Demokratieförderung seit Jahren einen der größten Titel im Programmhaushalt des Familienministeriums ist, finde ich den Jubel über das Massaker, über das Hamas-Massaker vom 7. Oktober auf deutschen Straßen noch unerträglicher. Es gibt zwar umfangreiche Evaluation der Demokratieförderprojekte, und ich weiß, dass das Ministerium seine Zuwendungsempfänger selbstverständlich auf antisemitische Haltung genau hin überprüft. Dennoch hätte ich gerade von diesen Zuwendungsempfängern erwartet, dass sie sich klar, ganz klar gegen Israelfeindlichkeit positionieren. Und zwar nicht erst, wenn überhaupt auf Nachfrage, sondern aus eigenem Antrieb und genauso laut und deutlich, wie sie sich an anderer Stelle gegen Islamfeindlichkeit einsetzen.
Wenn es uns wirklich um unsere Demokratie geht, dürfen wir hier keine unterschiedlichen Maßstäbe anlegen. Toleranz ist eben keine Einbahnstraße. Ganz besonders freue ich mich darüber, dass die Mittel für den Kinder- und Jugendplan auf gleichem Niveau fortgeschrieben werden konnten. Es muss natürlich in unser aller Interesse sein, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung und Ausbildung nach besten Kräften zu unterstützen. Und hier leisten viele Verbände seit Jahren hervorragende Arbeit, die mit vergleichsweise geringen Geldbeträgen im Leben der Kinder und Jugendlichen einen großen Unterschied macht. Gleichwohl sollten wir gerade im Bereich der schulischen und vorschulischen Bildung darauf achten, dass unsere Länder, die ja die verfassungsgemäß Zuständigen sind, sich hier keinen schlanken Fuß machen und aus der Verantwortung stehen. Seit Jahren finanziert der Bund beispielsweise den Ausbau der Ganztagsbetreuung und der Kitas mit Summen in zweistelliger Milliardenhöhe. Fortschritte sind definitiv erkennbar, und dennoch dürfte man gemessen am Einsatz des Bundes deutlich mehr von den Ländern erwarten. Mehr finanzielles Engagement, mehr Kita-Qualität statt Beitragsfreiheit und vielleicht auch etwas mehr Pragmatismus. Weniger Bürokratie, mehr Praxisnähe und endlich eine Ausbildungsvergütung in allen Ländern. Damit wäre Erziehern wie Kindern mehr geholfen als mit immer akademischeren Ausbildungen und Digitalisierung. Ich danke Ihnen. Dr. Hermann Josef Teprocke für die Unionsfraktion ist unser nächster Redner. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir beraten heute im Rahmen der Haushaltsplanberatung den Einzelplan 17 und insbesondere die familienpolitischen Ambitionen unserer Bundesregierung und der sie tragenden Ampel. Meine Damen und Herren, ich möchte gerne anfangen mit einer Anerkennung seitens der CDU-CSU-Fraktion und insbesondere unserer Arbeitsgruppe Familie für die Bemühungen um einen generationengerechten Haushalt. Dazu sind wir gerade als Vertreter der nachfolgenden Generation verpflichtet. Frau Havelischen, ein wenig Wasser möchte ich dann schon in Ihren Wein gießen. Wir haben einen Haushalt vorgelegt mit einer Neuverschuldung von 50 Milliarden, wissen aber, dass etwa in gleicher Höhe noch einige Positionen im Haushalt sich befinden, die wir als globale Mehreinnahmen oder globale Mindereinnahmen ausweisen und die noch dringend der Klärung bedürfen. Es gibt einige wirtschaftliche Risiken, die nicht berücksichtigt sind. Und eine Entlastung des aktuellen Haushaltsplans haben wir auch dadurch erreicht, dass wir noch mal schnell einen Nachtragshaushalt 2024 eingeschoben haben. Also bei aller Anerkennung für Ihre Bemühungen, den Erfolg würde ich nicht so groß beschreiben. Vor diesem Hintergrund einer herausfordernden Lage, insoweit stimme ich mit Ihnen überein, Frau Ministerin Paus, kommen wir aber nicht zu diesem Eindruck, dass es ein Einzelplan der Zuversicht sei, mit der man diese Aufgaben bewältigen könne. Ich will da gerne im Detail darauf eingehen. Die Eindrücke, die uns befallen haben, die mich im Besonderen befallen haben, waren einmal Erleichterung, zum anderen aber auch Enttäuschung und nicht zuletzt eine große Portion Erwartung oder Forderung an Ihre Adresse. Vielleicht zu dem, was uns erleichtert hat. Zunächst natürlich das Volumen, das ist hier wiederholt angesprochen worden. 1,5 Milliarden mehr als im Plan, aber ich bitte darauf zu achten, nur 0,5 Milliarden mehr als im Soll 2024 und davon 1 Milliarde alleine für den Kinderzuschlag. Heißt also, dass der Haushalt keineswegs so großartig gewachsen ist. Und wenn wir uns die Inflation noch vor Augen führen, haben wir mal gerade eine Bestandssicherung. Immerhin. Das Zweite, was uns erleichtert hat, ist, zum Thema Kindergrundsicherung festgestellt zu haben, dass die Planungs- und Umsetzungskosten, die im letzten Jahr noch 100 Millionen angesetzt waren, einmal nicht benötigt worden sind, so jedenfalls die Antwort auf unsere Anfrage, und zum Zweiten auch nicht mehr angesetzt worden sind. Das sind für uns deutliche Signale, dass die Kindergrundsicherung nicht kommt, und das ist ein großer Anlass für Erleichterung.
Dafür der Kinderzuschlag mit 3,3 Milliarden zeigt, dass die Nachfrage nach diesem Angebot endlich steigt, weil wir auch als Opposition immer wieder darauf hingewiesen haben, dass genau an dieser Stelle den Familien gut und schnell geholfen werden kann. Dann bin ich auch schon am Ende unter dem Stichwort Erleichterung und komme auf einige Punkte, die uns doch sehr enttäuscht haben. Das Elterngeld ist noch mal gekürzt worden. Begründung, es würden ja wahrscheinlich auch weniger Kinder geboren werden und vermutlich auch nicht mehr so viel Elterngeld beantragt. Aber was ist eigentlich mit der Idee, dass man auch über Partnermonate noch mal nachdenkt? Gibt es eigentlich Konzeptionelles zu diesem Thema der Weiterentwicklung des Elterngeldes? Jedenfalls im Haushalt nichts ersichtlich. Enttäuschend. Die Stiftung Frühe Hilfen sind gerade angesprochen worden. Wir haben in der letzten Haushaltsplanberatung so dringend darauf hingewiesen, dass hier Erhöhungen stattfinden müssen. Stattdessen hier nochmals eine Kürzung. Dafür Demokratie leben. Ich teile Ihre Zweifel, Frau Raffelhüschen. 200 Millionen, ist das wirklich sinnvoll ausgegeben? Wir bezweifeln das und werden das im Rahmen der Haushaltsplanberatung nochmals deutlich untermauern. Dafür kürzen Sie im Vergleich zum Soll 2024 die Mittel bei den Freiwilligendiensten. Ein katastrophales Signal. Das haben wir gerade bei den letzten Haushaltsplanberatungen erlebt, wie schwierig die Signale sind, die dort vor Ort ankommen, wenn die Bundesregierung und die tragenden Ampeln diese Ansätze absenkt, dann später noch mal eben nach oben ein wenig korrigiert, aber in der Perspektive nicht erkennen lässt, worauf es hinauslaufen soll. Das ist katastrophal. Wir werden uns damit Nachdruck in der Debatte einbringen. Ein drittes, meine Damen und Herren, liebe Ministerin, Stichwort Erwartungen. Natürlich gibt es einige Themen, die gar nicht im Einzelplan 17 abgebildet sind, aber genauso wichtig vielleicht sind für Familien. Und da erwarten wir von Ihnen, liebe Ministerin, meine Kollegin Bär hatte das ja auch schon mal ausgeführt, mehr Engagement, mehr Mut, mehr Kreativität. Kita-Qualitätssicherung ist jetzt in der Parlamentarischen Beratung. Wir haben heute beschlossen, die öffentliche Anhörung. Wir werden sehr dezidiert auf Qualitätssicherung achten. Wir haben zum Zweiten eine Erhöhung des Kinderfreibetrags jetzt in Aussicht. Das begrüßen wir ausdrücklich. Wir hatten das auch jüngst in unserem Antrag zur Steuerpolitik für Familien gefordert. Dem kommt man jetzt endlich nach. Das ist gut so. Ob die Erhöhung für 25 und 26 ausreichen, das stelle ich sehr in Frage. Da erwarten wir, Frau Ministerin, Ihren Einsatz. Was das Kindergeld angeht, mit Verlaub, Herr Döring, das jetzt zu loben, 5 Euro respektive 4 Euro in 2025 und 2026, das halte ich ja für beinahe peinlich. Und ich halte es auch für unfair, ungerecht und unsachgemäß, auf die 250 Euro zu verweisen, auf die man alle Kindergeldbeträge angepasst hat vor seiner Zeit. Seinerzeit gefeiert als die höchste Kindergelderhöhung, als ein wesentliches Zeichen für Familien, politische Fördermaßnahme, aber jetzt es zu verwursten, als das war so etwas wie eine vorweggenommene Inflation. Also entweder haben Sie das eine gewollt oder das andere. Ich erkenne nur daraus, dass Sie nicht bereit sind, Frau Ministerin, für mehr Kindergeld an dieser Stelle zu streiten. Vielleicht haben Sie auch nicht die Kraft dazu. Wir erwarten von Ihnen, Frau Ministerin, und von den Sie tragenden Ampelparteien mehr Engagement für die Familien, welches dann auch erkennbar ist in dem Haushaltsplan. So jedenfalls würden wir ihn nicht akzeptieren. Wir wollen, wir haben viele Vorschläge, die mit Ihnen zu beraten. Darauf freuen wir uns. Jetzt danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Für Bündnis 90 Die Grünen hat Bruno Hönel das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen, Klima, Kinder, Konjunktur, so lautet die Überschrift dieses Haushaltsentwurfs. Und das hat aus unserer Perspektive einen guten Grund, denn wir können an dem Einzelplan, den Familienministerin Lisa Paus heute hier eingebracht hat, dass die Bundesregierung eine klare Priorität bei der Kinder- und Jugendpolitik setzt, einen klaren Schwerpunkt bei den Familien setzt. Im Haushaltsentwurf sind über 3 Milliarden Euro mehr als im letzten Jahr für Familien vorgesehen. Der Etat des Familienministeriums ist mit 14,4 Milliarden Euro so hoch wie noch nie. Und das trotz Spardruck. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, sehr geschätzte Frau Bär, wie man da zu der Einschätzung kommen kann, dass im Haushaltsentwurf die falschen Prioritäten gesetzt werden. Ich will Ihnen ganz klar sagen, das sehen wir anders. Wir finden, dass diese Priorisierung von Kindern, diese Priorisierung von Familien völlig richtig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Im Haushaltsentwurf sind beispielsweise die dringend benötigten 2 Milliarden Euro Bundesmittel für die Kita-Qualität enthalten, die auch für das Folgejahr 2026 abgesichert sind. Und auch da noch mal in Reaktion zu Frau Bär zum Sprachkita-Programm. Ich habe das Gefühl, dass Sie da einen kleinen Denkfehler haben. Denn was diese Bundesregierung geschafft hat, ist, das Sprachkita-Programm tatsächlich gesetzlich zu verankern. Das ist das, was diese Bundesregierung gemacht hat. Unter der unionsgeführten Regierung stand im Finanzplan noch nicht mal die Ausfinanzierung des Sprachkita-Programms. Von daher bleiben Sie bitte bei der Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Und auch im Bereich der Demokratieförderung und Extremismusprävention wird ein großer Schwerpunkt gesetzt. Islamismus ist eine Form des Extremismus und er ist eine fundamentale Bedrohung für unsere Sicherheit. Die Radikalisierung findet zu oft auch hier bei uns im eigenen Land statt. Um das zu verhindern, braucht es natürlich die ordnungspolitischen Maßnahmen, die wir heute Morgen hier gemeinsam diskutiert haben. Aber es braucht eben auch Präventionsarbeit, um die Köpfe resilient zu machen gegen Propaganda und Hetze. Auch hier setzt der Haushalt einen klaren Schwerpunkt. Und dann auch noch mal eine Reaktion auf die Union zur Kindergrundsicherung. Richtig ist ja, in der Form, wie wir Grüne uns die Kindergrundsicherung vorstellen, ist sie in diesem Haushaltsentwurf nicht enthalten. Ja, das ist ganz klar die Wahrheit, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wir erhöhen den Kinderzuschlag und das Kindergeld, passen auch den Kinderfreibetrag an. Das hat auch die Ministerin hier schon ausgeführt. Ich möchte das noch einmal mit ein paar Zahlen unterlegen. Am deutlichsten wurde der Kinderzuschlag erhöht, also jene Zusatzleistung für besonders bedürftige Familien in Bedarfsgemeinschaften. Er steigt in dieser Wahlperiode um 87 Euro. Nur zum Vergleich einmal, in der letzten CDU-geführten Wahlperiode stieg dieser Kinderzuschlag um 35 Euro. Also auch hier noch mal in ein geordnetes Verhältnis setzen, diese Erhöhung bei den Familienleistungen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Trotz des sehr soliden Haushaltsentwurfs wären wir keine Haushälter, wenn wir nicht auch noch Änderungsbedarf hätten. Da hat mein lieber Kollege Felix Döring schon darauf hingewiesen. Ich möchte einen Punkt herausgreifen, und das ist die Istanbul-Konvention, die seit 2018 geltendes Recht in Deutschland ist. Es gibt aber nach wie vor gravierende Defizite beim Schutz von Frauen vor Gewalt. Alle 4 Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Alle 2 Tage wird ermordet ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin. Das ist inakzeptabel, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das zwingt uns zum Handeln. Nun ist es so, dass das... Lieber Herr Höhne, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Frau von Storch? Nein, auf keinen Fall. Nun ist es so, dass das Bundesprogramm Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen in der letzten Wahlperiode leider nur langsam ins Laufen kam. Der Mittelabfluss war langsam und sehr schlecht, trotz riesiger Bedarfe in den Frauenhäusern. Ich möchte mich allerdings bei der Ministerin Lisa Paus bedanken und beim Haus, weil sie es in ihrer Zeit als Ministerin geschafft hat, diese Probleme aufzulösen und die Ausgabenquote bis heute sukzessiv und deutlich zu steigern. Ein letzter Satz, Frau Präsidentin. Die Frauenhäuser berichten mir nach wie vor von erheblichen Kapazitätsproblemen, von einem Sanierungsstau und Geldsorgen, Probleme, die die Kommunen offensichtlich nicht selber bewältigen können. Das Ziel, Frauen besser vor Gewalt zu schützen, muss aber erreicht werden. Die Istanbul-Konvention muss umgesetzt werden. Den Frauen, die von Gewalt betroffen sind, helfen da keine Zuständigkeitsdiskussion. Und genau deswegen sehe ich den Bund auch weiterhin in Verantwortung in diesem Bereich. Herzlichen Dank. Ulrike Schielke-Ziesing für die AfD-Fraktion ist die nächste Rednerin. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, verehrte Bürger! Frau Ministerin, als frühere Finanzpolitikerin muss ich Ihnen nicht erklären, wie Politik gemacht wird. Am Ende geht es fast immer ums Geld. Gut, dass wir heute über Ihren Etat sprechen, um so auch eine politische Bilanz Ihrer Arbeit ziehen zu können. Die allergrößte Kürzung seit Ihrem Amtsantritt verzeichnet man in Ihrem Ministerium beim Elterngeld, bei der zentralen Sozialleistung, die der deutsche Sozialstaat den Eltern bereitstellt. Als Ampel haben Sie ausgerechnet hier jetzt schon 2 Jahre in Folge knapp eine 500 Millionen Euro gestrichen. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Eltern und werdenden Eltern in diesem Land. Mit einem traurigen Erfolg, denn die Zahl der Neugeborenen in Deutschland ist auf einem Tiefstand seit dem Beginn der Ampel. Ihre Regierung macht es den Eltern nicht nur wirtschaftlich schwer, nein, man spart auch noch bei der Familienpolitik. Aber da hört es nicht auf.
bei den Einsparungen in ihrem Etat. Beim Zukunftspaket Bewegung, Kultur und Gesundheit, einem zentralen Projekt für Kinder, das es sogar in den Koalitionsvertrag geschafft hat, haben Sie die Mittel auf ein Minimum abgesenkt. Schon wieder, darf man sagen. Nicht nur das, Sie fokussieren sich in diesem Projekt ausschließlich auf Ihr Lieblingsprojekt, den Mental Health Coaches. Da nur ein kleiner Hinweis von uns als AfD, dass die Jugendlichen unter anhaltendem psychischen Stress leiden, hat weniger mit irgendwelchen Klimakrisen zu tun, wie Sie schreiben, sondern sie sind vielmehr mit der lebensbedrohenden Realität in ihrem Alter konfrontiert. Messerattacken, Mobbing, Vergewaltigungen, Einschüchterungen, marode Schulen, fehlender Respekt vor den Lehrern und so weiter nehmen immer mehr zu. Das sind die realen Probleme unserer Kinder. Und wo haben Sie noch gespart? Beim Bundesprogramm zum Bau und Modernisierung von Frauenhäusern 30 Millionen weg. Das hat mich wirklich sehr gewundert, Frau Ministerin. Sie haben vor kurzem in der Tagesschau gesagt, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, Deutschland hat ein massives Gewaltproblem. Wir brauchen nicht nur ein Sicherheitspaket gegen terroristische Messerstecher, sondern auch für die Prävention und den Schutz vor Frauen vor Gewalt. Zitat Ende. Eine Ministerin, die so etwas sagt und gleichzeitig das besagte Bundesprogramm für die Frauenhäuser einstammt, kann man nicht ernst nehmen. Das ist die pure Verhöhnung der Opfer und zeigt wieder einmal, dass die Ampel in einer Parallelwelt lebt. Wo das Geld wieder einmal locker war, natürlich bei der Geldvergabe an die eigene Parteienklientel, Stichwort Demokratie leben. Wie viele Beweise, Artikel und Hinweise braucht es noch, dass auch der Letzte in der Ampel begreift, dass das sogenannte Demokratie-Leben-Programm eine große Betrugsmasche und Vetternwirtschaft per excellence ist? Wenn die ehemaligen Mitarbeiter erzählen, dass vieles durchgewinkt wird, weil das Ministerium es so wünscht, nur das richtige Weltbild muss passen, wenn inzwischen so viele Hinweise vorliegen, seit Jahren übrigens, dass Islamisten und Linksextreme von dem Programm profitieren. Wenn die Vergabe mittlerweile so unübersichtlich ist, dass selbst uns Haushälter nur begrenzt die Endempfänger genannt werden können, und wenn sich dann jemand die Projekte und Empfänger anschaut und was da alles mitfinanziert wird, besser gesagt, welche Parteien hier querfinanziert werden und welche Vorfeldorganisationen mit Steuergeldern zugeschüttet werden, dann läuft hier gewaltig etwas schief und es muss die Notbremse gezogen werden. Auch nicht zu vergessen ist Frau Attermann bzw. die Beauftragte des Bundes für Antidiskriminierung. Seit der Ampel darf sich Frau Attermann über ein nahezu vervierfachtes Budget freuen und vor lauter Geld sieht sie plötzlich überall Rassismus. Und dass dann die Antidiskriminierungsstelle Journalisten auf Staatskosten verklagt, weil ihr die Berichterstattung nicht passt, ist folgerichtig die Krönung des ganzen Wahnsinns. Frau Ministerin, unter Ihrer Führung ist das Familienministerium zu einem Selbstbedienungsladen für rot-grüne Institutionen verkommen. Die wirklichen Belange, für die einst das Familienministerium stand, werden immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Die Ampel hat hier vollkommen versagt und zeigt, dass sie nur Klientelpolitik kann. Ich habe inzwischen die Hoffnung aufgegeben, dass die Ampel hier noch einen Wechsel vollziehen kann, jedenfalls nicht mit diesem Haushalt. Ich bin gespannt auf die Haushaltsberatung und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Ariane Fescher. Das lohnt den Kommentar nicht. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Demokratinnen, Berlin ist bekannt für seine Filmfestspiele. Nachdenkliches, kritisches, unterhaltendes im Wettbewerb. Es geht darum, das Leben, das Miteinander von Menschen gut zu inszenieren, Gegenwart und Zukunft einfühlsam zu entfalten. Nun, das alles wollen wir ja im Auftakt unserer Haushaltsfestspiele auch. Aus dem Mund der Opposition klingt es jedoch in den letzten Tagen eher nach Horrorfilm. Zoomen wir mal rein. Klappe die erste. Rückblick. Die Schlagzeilen sind bestimmt von Terrorismus, Migration, gedämpfter Wirtschaftsentwicklung, erodierender Demokratie. Wir sehen zwei barbusige Frauen, die den Bürgerdialog des Finanzministers stürmen. Mit ihrem Nacktprotest unterstreichen sie die Forderung nach schnellem Ausbau des Gewaltschutzsystems für Frauen von Femiziden und häuslicher Gewalt. Der Finanzminister verweist auf Länder und Gemeinden. Nächste Szene. Ein dämmeriger Hauseingang, eine Frau, ein Mann lauert ihr auf, beschimpft sie, droht, würgt sie, sie kann sich gerade noch entziehen, schafft es vor dem Ex ins Haus zu fliehen, gerettet, heute. 170.000 geschlagene, gedemütigte Frauen jedes Jahr im eigenen bundesdeutschen Zuhause.
Morgen wird es einem anderen gelingen, seine Frau zu erstechen, zu erwürgen oder tot zu prügeln. 170 Femizide letztes Jahr. Messermorde, Massenmorde. Es ist Mord aus ideologischen Gründen. An anderer Stelle nennen wir das Terrorismus. Take 2. Gegenwart. Das Bundesfamilienministerium verhandelt ein Gewalthilfegesetz mit den Ländern. Wer soll inhaltlich, wer wofür finanziell verantwortlich sein? Frauen und Träger, die am Leben mitleben und arbeiten, sind voller Hoffnung. Jetzt Fassungslosigkeit. Der Haushalt sieht kein Geld vor. Dabei fehlen 2 von 3 benötigten Schutzplätzen. Die Beratungsstellen müssten aufsuchend arbeiten, 24/7 Digitalberatung aufbauen. Prävention passiert überwiegend im Ehrenamt. Mit Frauen am Limit. Nächste Szene. Freude und Hingabe, Abwechslung in unserem Horrorfilm. Wir sehen Frauen, die sich um andere kümmern und noch viele andere, die stark motiviert sind und ihre Kommunen mitgestalten. Sie haben Freunde und Freude, sie retten Leben bei Feuerwehr, THW und DLRG und sie retten die Demokratie durch ein lebendiges Miteinander vor Ort. Sie arbeiten ehrenamtlich. Selbe Szene, Gegenwartsblende. In Deutschland hat die engagierte Zivilgesellschaft, der dritte Sektor, die gleiche volkswirtschaftliche Bedeutung wie die Automobilindustrie. 13% sozialversicherte Beschäftigte arbeiten im dritten Sektor. Nahezu 70% davon sind Frauen. Hier gibt es aber keine Gewerkschaften, keine Tarifverträge, keinen Inflationsausgleich, nur steigende Kosten. Die Wertschöpfung ist weniger in Euro als in gutem Miteinander, Lebensqualität und Stabilität der Demokratie zu messen. Gelingendes Ehrenamt braucht daher mehr Hauptamt, das es unterstützt und ermöglicht. Der Haushaltsentwurf sieht dennoch Einsparungen vor. Jeder einzelne Euro ist empfindlich, weil mit ihm Strukturen, Kompetenz, Motivation und Vertrauen verloren gehen, sich für uns, die Allgemeinheit, einzusetzen. Wo diese Struktur wegbricht, bleibt uns gesellschaftliche Öde und politische Radikalisierung. Brandenburg wählt am kommenden Sonntag. Werden die Menschen zu schätzen wissen, dass eine SPD-geführte Regierung ihr Bundesland zu einer der wachstumsstärksten Regionen des Landes entwickelt hat, mit Wohlstand und hoher Lebensqualität? Oder werden sie nach Berlin schauen und was werden sie sehen? Verantwortungslos düstere März-Migrationsszenarien? Und den Horror des Albtraums für Deutschland? Zukunftsblende, Take 3, in unserem Politthriller. Der Finanzminister erkennt die gesellschaftlichen Chancen der Bundesengagementstrategie, drängt in der Ressortabstimmung auf mutige Lösungen und angemessene Haushaltsmittel. Hier geht es um wenig Geld mit maximalen Renditen. Die Familienministerin bringt das Gewalthilfegesetz mit Elan, mit Entschlossenheit durch. Grüne, SPD und FDP etablieren das Recht auf Schutz, Prävention und Beratung. Es gibt eine schrittweise Umsetzung und Geld in der mittelfristigen Planung. November. Die kritischen Szenen sind neu abgedreht. Mütze nicht röge und Dürr sind stolz aufeinander und auf ihre Fraktionen. Gemeinsam gelingt ein Einzelplan 17 mit guten Kritiken in öffentlicher Wahrnehmung. Kult statt Drama. Zukunft in Verantwortung, mit Frauen, die in Sicherheit leben und der Politik vertrauen, mit Engagierten, die ihre wert- und demokratiestiftende Arbeit fortsetzen können, für Demokratie und Zivilcourage im Land. Für heute Ende der ersten Folge. Abspann. Güde Jensen für die FDP-Fraktion ist die nächste Rednerin. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Anders als Frau Beer 6 Minuten frei schlechte Laune verbreitet hat, versuche ich in knapp 2 Minuten ein bisschen ausformulierter mit Inhalt hier in dem Einzelplan 17 in der Debatte zu sprechen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich kennen wir und viele, viele Eltern in diesem Land den Alltag in den Kindertagesstätten, denn wir bringen ja auch unsere Kinder dorthin oder haben Freunde oder Familie. Wir kennen die verkürzten Öffnungszeiten, wir kennen den eingeschränkten Betrieb, wechselnde Unterstützung durch Leiharbeitskräfte, gestresste Eltern, unausgeglichene Kinder, am Rande der Erschöpfung, allesgebende Erzieherinnen und Erzieher. Diese Situationen, die sind leider
keine Seltenheit mehr, sondern sie sind Regel geworden. In einem offenen Brief, Sie haben ihn wahrscheinlich gelesen, warnen 300 Wissenschaftler und Fachleute eindringlich vor den Folgen der katastrophalen Lage in der frühkindlichen Bildung. Diesmal jedoch nicht aus der Perspektive der Erziehenden, sondern aus der Lage der Kinder. Ich möchte Sie mit einem Satz hier zitieren, und zwar: Die aktuelle Situation widerspricht grundlegend den Grundbedürfnissen und Rechten von Kindern. Es ist dramatisch in diesem Bildungsstandort Deutschland, nicht nur weil Probleme zugelassen wurden, sondern auch weil wir uns verweigern, tatsächlich neue Wege zu gehen. Man kann dieser Koalition viel vorwerfen, ganz bestimmt. Was man ihr nicht vorwerfen kann, ist, dass sie in Bereichen, in denen sie eigentlich gar nicht zuständig ist, in Bereichen Einzelplan 17, Einzelplan 30, wir sprechen nachher noch drüber, Einzelplan 60, in Kinder, in Jugendliche, in Familien investiert, obwohl diese Aufgaben bei den Bundesländern liegen. In der Zwischenzeit, auch das wurde schon angesprochen, nimmt der Bund in den nächsten 2 Milliarden, 4 Milliarden Euro insgesamt in die Hand, um sich um sich an die Kita-Qualität zu machen. Und zwar, weil die Länder ihre Aufgaben nicht machen und weil wir viel zu tun haben. Wir sprechen über das Startchancenprogramm, das in diesen Tagen angelaufen ist. Wir sollten auch darüber sprechen, ein Kita-Startchancenprogramm auf den Weg zu bringen, um eine Bildung aus einem Guss zu erledigen. Und die Probe aufs Exempel, Herr Dr. Tebroke, die wird ja sein, ob die Union in den Fachausschüssen, aber auch im Haushaltsausschuss entsprechende Anträge, die gegenfinanziert sind, auf den Weg bringt, um tatsächlich an einer Debatte mitzuwirken, die dieses ganze Land betrifft, und zwar sowohl im Länderbereich als auch im Bundesbereich. Lassen Sie uns das gerne zusammen machen, aber hören Sie auf, hier am Pult einfach nur schlechte Laune zu verbreiten, Frau Beer. Bettina Margarete Wiesmann, für die Unionsfraktion ist die nächste Rednerin. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich versuche es mal einfach nüchtern, ohne Laune. Vertrauen in die politischen Entscheidungsgremien, in das politische System wird durch nachvollziehbares Handeln gestärkt. Und dazu gehört neben verantwortungsvollem Umgang mit Steuergeld vor allem auch inhaltliche Verlässlichkeit, auch gemessen an eigenen Zielen. Und dazu will ich ein paar Punkte ansprechen, denn davon ist bei Ihnen, liebe Bundesregierung, im Bereich Familie nicht so sehr viel zu spüren. Sie agieren vielfach ohne erkennbares Ziel, widersprüchlich und auch ohne Verantwortung. Ich beginne mit den 200 Millionen Euro, die sind heute auch schon mal angesprochen worden, die Sie auch 2025 wieder für die Förderung demokratischen Bewusstseins und Handelns bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ausgeben wollen. Das Anliegen ist ehrenwert. Aber was kommt dabei heraus? Unsere Demokratie steht unter Druck. Wir müssen deshalb wissen, welche Initiativen zur Demokratieförderung und Extremismusprävention wirklich wirken. Wahlergebnisse und Verhalten auf der Straße machen uns da eher skeptisch. Deshalb fordern wir, und ich freue mich, dass es eben auch schon angeklungen ist in Ihren Ausführungen, tatsächlich, dass die Programme Demokratie leben und Menschen stärken Menschen grundlegend evaluiert werden. Dann können wir sie vielleicht auch mitverantworten. Und wenn Ihnen dieses Anliegen wirklich wichtig ist, sollten Sie dem zustimmen. Zweiter Punkt, Freiwilligendienste. Wieder haben Sie den Haushaltsansatz abgesenkt gegenüber dem Vorjahr von 123 auf 106 Millionen Euro. Sie behaupten gerne, eine Erhöhung des Betrags käme nicht in Frage, weil ja gar nicht alle Mittel abgerufen würden. Dabei wissen Sie doch auch, dass die monatelange Unklarheit, ob einer Einrichtung nun Mittel zur Verfügung stehen werden oder nicht, im Zweifel eher zum Verzicht auf einen freiwilligen Helfer führen. Es gibt den Bedarf, das wissen wir alle aus unseren Gesprächen in den Wahlkreisen, und er könnte sogar noch viel größer sein, wenn Jugendliche ein Anrecht auf einen Einsatz besäßen, für den sie sich engagieren wollen. So viel mal zu einer Zukunftsperspektive. Denn viele Einrichtungen mit großem Personalmangel warten darauf. Pflegeheime, Krankenhäuser, Kitas, genauso Einrichtungen für Umweltschutz, Jugendarbeit, Bildung. Und dabei geht es nicht darum, Fachkräfte zu ersetzen, sondern um horizonterweiternde Erfahrungen mit Chancen auf Ausbildung und natürlich ja auch um Entlastung für allerlei Dienste und gute Zwecke. Sorgen Sie doch endlich dafür, auch mit Ihren Möglichkeiten, dass Einrichtungen und möglichst viele Freiwillige zueinander finden.
Dritter Punkt, frühe Hilfen für junge Familien in belasteten Lebenslagen. Ihr Versprechen im Koalitionsvertrag, ich zitiere, die Mittel der Stiftung Frühe Hilfen werden wir dynamisieren. Jetzt wollen Sie diese Mittel von 56 auf 51 Millionen Euro kürzen. Wir möchten von der Union, dass sie tatsächlich dynamisiert und auf Familien mit älteren Kindern ausgeweitet werden. Das steht in dem Antrag, den wir gemeinsam mit Ihren Ampelfraktionen zur Unterstützung von Kindern mit psychisch oder suchtkranken Eltern eingebracht haben. Und was sagen Sie dazu? Die Bundesländer müssten dafür mit an Bord sein. Das ist nicht redlich. Denn seit Juni 2022 liegt Ihnen ein Gesetzentwurf des Bundesrates vor, der eine Erhöhung der Mittel für den Fonds Frühhilfen ja vorsieht. Wer ist denn jetzt dagegen? Ich fürchte nur die Bundesregierung. Stimmen Sie diesem Gesetzentwurf doch einfach zu. Familien und Kinder würden es Ihnen danken. Vierter Punkt, der Ganztag. 2026 soll der Rechtsanspruch für Schüler der ersten Klasse einlösbar sein. Ich muss feststellen, Sie haben dafür wichtige Jahre verschlafen. Bereits 2021 hatte die unionsgeführte Bundesregierung für den Ausbau der Schulen 3,5 Milliarden Euro im Haushalt etatisiert. Ihre Aufgabe war es jetzt, die notwendige Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Umsetzung möglichst schnell auf den Weg zu bringen. Erst nach 2 Jahren Regierungsverantwortung haben Sie das geschafft. Und diese verschleppten Jahre fehlen jetzt. Es bleiben ja nur noch 2 Jahre, bis die ersten etwa 700.000 Schüler den Rechtsanspruch haben. Sie aber haben stets gesagt, alles im Zeitrahmen für Länder und Kommunen. Es besteht Planungssicherheit, kein Problem. Jetzt stellt sich heraus, dass von Kommunen Millionenbeträge zuzüglich Zinsen zurückgefordert werden, die diese zum Ausbau ihrer Schulen eingesetzt haben. Diese Schulen sind fertig gebaut. Wir haben schon vor einem Jahr gefordert, den Kommunen eine Fristverlängerung für den Mittelabruf zu gewähren. Und Sie haben das abgelehnt, obwohl Sie wussten, dass es schon Hilfegesuche gab, weil die Baufirmen wegen des Fachkräftemangels länger gebraucht haben und weil der russische Angriffskrieg die Materiallieferung aus Osteuropa erschwert hat. Im Regen stehen jetzt Städte und Gemeinden, die sich auf ihre Zusage verlassen und frühzeitig den Schulausbau begonnen haben. Und noch letzte Woche haben Sie es abgelehnt, auf diese Rückforderungen zu verzichten. Das Chaos ist perfekt, ein Programm für Frustration der engagiertesten Kommunen und für Enttäuschung der Eltern. Ich empfinde das als verantwortungslos. Fünfter Punkt, Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Wieder der Koalitionsvertrag. Sie wollten, Zitat, ungewollt Kinderlose besser unterstützen, Zitat Ende, vor allem durch Kostenübernahmen. Stattdessen senken Sie die Bundesmittel um über 40% auf nur noch 5,6 Millionen Euro ab. Klare Linie, klare Ziele, Verlässlichkeit, Familienpolitik, Fehlanzeige. Ich will mit einem Lob schließen. Für das unsinnige Vorhaben einer Kindergrundsicherung steht nichts mehr im Etat. Wahrscheinlich ist auch bei Ihnen im Haus die Erkenntnis gereift, dass dieses Bürokratiemonster keiner braucht und dass wir besser bei den Erwerbsanreizen und Mechanismen des aktuellen Systems aus Kindergeld und Kinderzuschlag bleiben, das seit den Reformen Ihrer Vorgängerregierung über 1 Million bedürftiger Kinder erreicht. Eine teure Erkenntnis in Zeit und Geld, aber immerhin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dr. Franziska Krumwiede-Steiner für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kennen Sie Conny? Wenn Sie Töchter haben, dann kommen Sie um dieses Mädchen mit der roten Schleife im Haar eigentlich gar nicht herum, zumal wenn Sie Ihren Kindern vorlesen. Conny kann alles, sie rettet die Tiere, löst einen kniffligen Fall, sie kann Ballett und macht mindestens seit 1998 das Siebpferdchen. Und Connys Realität ist Bullabü in Neustadt. Und Bullabü für alle Kinder ist unsere Zukunftsvision. Und das hätte sie übrigens auch schon in den Jahren von 2005 bis 2021 mit der CDU-Regierung sein können. Nur, by the way, liebe Frau Beer. Conny kann nach ihren Wünschen Hobbys ausprobieren und testen, was sie gut kann. Sie erfährt Selbstwirksamkeit, entwickelt den Mut, Entscheidungen zu treffen und findet einen eigenen Kompass. Conny will Unrecht zum Besseren verändern. Soziales Lernen beginnt übrigens schon im Sandkasten, wenn sich zum Beispiel nicht durchsetzt, wer am lautesten schreit. Denn Kinder lernen, wer ständig andere ausgrenzt, steht irgendwann alleine da. Eine unschätzbare Erfahrung in einer Zeit, in der Populisten und Rechtsextreme unsere Gesellschaft spalten.
Deswegen bin ich der Familienministerin sehr dankbar, dass sie unentwegt dafür arbeitet, allen Kindern die gleichen Chancen und das beste Aufwachsen zu ermöglichen. Und dafür, dass das Programm Demokratie leben, das übrigens ständig evaluiert wird und damit die so wichtige Präventionsarbeit in unseren Kommunen gesichert ist, damit möglichst viele Konnis aufstehen gegen jede Form von Antisemitismus und gegen jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Weil die Benchmark Connys Welt ist, ist es so wichtig und richtig, dass der Familienetat nicht zusammengestrichen wurde. Denn er sichert Chancengerechtigkeit, Demokratieförderung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Haushaltsentwurf schafft hier Verlässlichkeit. Mit dem Kita-Qualitätsgesetz unterstützen wir die Länder stetig mit 4 Milliarden Euro und investieren in die Qualität der frühkindlichen Bildung. Fast alle Kita-Kinder freuen sich laut Hetti-Studie auf die Schule. Sie wollen etwas lernen. Am Ende der Grundschule sinkt diese Rate auf 30% ab. Unsere größte Aufgabe ist es, die Lernfreude, die Neugierde und den Mut zum Ausprobieren aufrechtzuerhalten. Und mit dem Startchancenprogramm unterstützen wir deswegen gezielt besonders Grundschulen. Wir finanzieren die Respekt- und Mental Health Coaches an unseren Schulen weiter. Wir sichern die Freiwilligendienste und die Unterstützung von jungen Familien mit den frühen Hilfen. Und erlauben Sie mir zum Schluss noch einen Appell, das Startchancenprogramm, das Kinderpaket und das Kita-Qualitätsgesetz. Das sind Erfolgsprojekte. Sie gehören ausgebaut. Lassen Sie uns die Priorität noch stärker auf die Zukunftschancen unserer Kinder legen. Und lassen Sie uns gemeinsam eine Reform der Schuldenbremse auf den Weg bringen. Vielen Dank. Und ich erteile das Wort für die AfD-Fraktion Beatrix von Storch. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir sprechen heute also über die Familienpolitik der Ampel, die gar keine ist. Für die Ampel spielt die ganz normale Familie eigentlich gar keine Rolle, nur Gender. Der Ampel geht es nicht um die Familie, es geht ihr um die Dekonstruktion, um die Zerstörung. Das ist der ideologische Kitt zwischen den Roten, den Grünen und den Gelben. Und die Woken-Ideologen wollten schon von Anfang an Gott spielen. Das steht schon in ihrem Koalitionsvertrag. Das Selbstbestimmungsgesetz. Geschlechtswechsel per Sprechakt. Jesus konnte Wasser in Wein verwandeln. Und die Ampel einen Mann, dessen Namen man nicht mehr sagen darf, in eine Frau namens Tessa. Das neue Abstammungsrecht soll die natürliche Verbindung zwischen den biologischen Eltern und ihren Kindern kappen. Dann kommt die Legalisierung der Leihmutterschaft. Sie machen aus Kindern eine Handelsware und aus Frauen Brutkästen. Und dann kommt Buschmanns Verantwortungsgemeinschaft, das nette Wort für Vielehe, die Sie jetzt einführen werden. Und die Ehe wird in irgendeiner willkürlichen Vertragsgemeinschaft aufgelöst. Das ist alles die Agenda der Woken-Kulturrevolution, die Umwertung aller Werte, die Auflösung der christlich-abendländischen Kultur, die totale Atomisierung, die Dekonstruktion der Geschlechter, der Familien, der Gesellschaft, um vereinzelte, entwurzelte, verunsicherte Menschen zu haben, auf die der Staat dann besser zugreifen kann, weil sie schutzlos geworden sind. Ihre woke Kulturrevolution wird jeden Tag wahnhafter und totalitärer. Wer sich ihrem Wahn nicht unterwirft, der wird bestraft. Die Nennung des Vornamens Markus kostet 1.000 Euro hier in diesem Parlament. Die Folgen ihrer Woken-Kulturrevolution haben wir in Paris gesehen. Männer verprügeln Frauen und gewinnen dafür Goldmedaillen. Die Lebensträume von Frauen zerplatzen unter der Faust von Männern. Biologische Männer verklagen Fitnessstudios, wenn die Frauen nicht mit ihnen duschen wollen, mit Unterstützung der Diskriminierungsbeauftragten Atamann. Und das Familienministerium propagiert die Vergabe von Pubertätsblockern. Das heißt, Jugendliche werden unfruchtbar gemacht und am Ende körperlich verstümmelt, auch gegen den Elternwillen. Ihre Politik ist gemeingefährlich, aber wir kämpfen dagegen. Deutschland steht am Scheideweg. Wir kämpfen mit ganzer Kraft
gegen ihre woke Kulturrevolution und für eine geistig-moralische Wende. Wir müssen Familien schützen vor ihrer Familienpolitik. Für die SPD-Fraktion hat Erik von Malotki das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Auch in den nächsten beiden Jahren unterstützen wir als Bund die frühkindliche Bildung im Land. So wie um den Haushalt in den letzten Wochen gerungen worden ist, sind die jetzt gesicherten 2 Milliarden Euro bereits ein Erfolg. Jetzt müssen diese Mittel effektiv eingesetzt werden, um spürbare Verbesserungen für Kinder, Familien und Beschäftigte zu erreichen. Das ist unser Anspruch an das dritte Kita-Qualitätsgesetz, das eng mit diesem Haushalt verbunden ist. Wenn wir es richtig angehen, kann uns sogar ein eigenes Startschancenprogramm für Kitas gelingen. Und das ist dringend notwendig, wenn wir uns die aktuelle Lage ansehen. Wir wissen durch die ICLO-Studien und den IQB-Bildungstrend, dass die Sprachkompetenzen von Grundschülern immer schlechter werden. Wir wissen, 30% aller Eltern in Ostdeutschland waren im letzten Jahr von kurzfristigen Kitaschließungen betroffen. In Westdeutschland waren es sogar die Hälfte aller Eltern mit Kindern. Das bedeutet Stress, aufgebrauchte Urlaubstage und für die Kinder keine festen Bezugspersonen. Auch für Kita-Teams sind kurzfristige Schließungen mit sehr viel Druck verbunden, und die Belastung für die verbliebenen Fachkräfte wird immer größer. Das hat Konsequenzen. Erzieherinnen sind im Durchschnitt viel häufiger krank als andere Berufsgruppen. Diese Abwärtsspirale aus Personalmangel, steigender Belastung und höheren Krankheitstagen hat ihren Ursprung im System. Denn in vielen Bundesländern werden die tatsächlichen Ausfallzeiten durch Krankheit, Urlaub und Weiterbildung nicht anerkannt und ausreichend finanziert. Deshalb fehlt das Geld für Entlastungspersonal. Wir haben ein System, in dem Ausfälle und damit größere Gruppen, kurzfristige Schließungen und weniger gezielte Förderung von vornherein eingepreist sind. Mit einem bundesweiten Standard für die Regelung von Ausfallzeiten können wir die Personaldecke in den Kita-Teams stärken, sodass auf kurzfristige Ausfälle reagiert werden kann. Der Bund kann hier gezielt seine Mittel zur Lösung eines entscheidenden Problems einsetzen. Das Ergebnis: weniger Kitaschließungen und mehr Stabilität und Verlässlichkeit für Kinder, Eltern und Beschäftigte. Wir müssen mit dem Kita-Qualitätsgesetz auch die so wichtige Sprachbildung der Kinder stärken. Das gesamte Feld von Gewerkschaften über Kita-Trägern bis zur Bundesvereinigung der Arbeitgeber fordert uns auf: Wir brauchen mehr Sprachbildung. Dafür haben wir mit den Sprachkitas und dem Startchancenprogramm eine Blaupause. Wir benötigen eine gesetzliche Vorgabe für Sprachbildung, mit der Kitas durch zusätzliche Sprachfachkräfte gezielt gestärkt werden. So schaffen wir dringend benötigte Zeit für die Sprachbildung der Kleinsten, zusätzliche Karriereoptionen für Fachkräfte und sorgen für einen besseren Start in die Schule. Das umzusetzen erfordert Mut. Und diesen Mut haben in der letzten Woche über 300 Wissenschaftlerinnen von uns eingefordert. Frau Jensen ist darauf eingegangen. Ihr Plädoyer: jetzt mit Qualitätsstandards die frühkindliche Bildung voranbringen. Ebenso haben über 200.000 Erzieherinnen, Eltern und Großeltern von uns Mut verlangt und im Rahmen der Kampagne Jedes Kind zählt die Einführung von bundesweiten Standards gefordert. Und für Entlastung durch bessere Rahmenbedingungen mit Hilfe von Qualitätsstandards streiken jetzt gerade Erzieherinnen in Berlin. Lassen Sie uns auf die vielen Stimmen aus Praxis und Wissenschaft hören. Lassen Sie uns jetzt mutig sein für die 3,5 Millionen Kinder in der Kindertagesbetreuung. Denn jedes Kind hat es verdient, durch Förderung, Aufmerksamkeit und Geborgenheit einen guten Start ins Leben zu bekommen. Dankeschön. Und für die Gruppe Die Linke hat das Wort Gökay Akbulut. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Ampelkoalition hat bei ihrem Regierungsantritt viel im Familien- und Jugendbereich versprochen, aber wir sehen es auch in der Bilanz heute, wenig umgesetzt. Stattdessen
beschäftigt sie sich lieber mit endlosen Streitereien. Im Koalitionsvertrag versprach die Ampel, den Basis- und Höchstbetrag beim Elterngeld zu dynamisieren. In Zeiten hoher Inflation würde dadurch das Elterngeld erhöht werden. Sogar das Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos hat auf diesen Missstand aufmerksam gemacht. Seit der Einführung des Elterngeldes 2007 wurden die Grenzbeträge nicht einmal angepasst, kein einziges Mal, und das ist schlicht einfach untragbar. Oder nehmen wir die Kindergrundsicherung. Ursprünglich wurden dafür 12 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, was auch schon unzureichend wäre. Mittlerweile ist dieser Betrag auf lediglich 2,4 Milliarden Euro geschrumpft, und das inklusive der Verwaltungskosten. Ganz zu schweigen von der Umsetzung der Kindergrundsicherung, die weiterhin offen ist und mit vielen, vielen Fragen verbunden ist. Innerhalb der Koalition lassen sich die SPD und die Grünen weiterhin von der FDP treiben und versagen in der Armutsbekämpfung und auch in der Sozialpolitik. In dieser Übergangskoalition werden soziale und ökologische Anliegen erneut dem neoliberalen Spardiktat untergeordnet. Wir, die Linke, lehnen dieses Spardiktat der Ampel entschieden ab, ebenso wie die Schuldenbremse, die nichts weiter ist als eine Zukunftsbremse. Es darf nicht sein, dass Familien und vor allem Kinder und Jugendliche weiter in unsere Gesellschaft in Armut gedrängt werden. Das Zukunftsforum Familie und das Bundesjugendwerk der AWO bezeichnen die vorgesehenen Mittel für Familien, Kinder und Jugendliche in diesem Haushalt zu Recht als eine Mogelpackung. Auf Seiten der Verbände und der Zivilgesellschaft herrscht keine Begeisterung, sondern Enttäuschung und auch Unsicherheit und vor allem Planungsunsicherheit bei den verschiedenen Trägern. Auch beim Schutz von Frauen vor Gewalt versagt die Ampelkoalition. In Deutschland wird nahezu alle zwei Tage eine Frau oder ein Mädchen Opfer tödlicher häuslicher Gewalt. Feminizide gehören leider auch zum Alltag in Deutschland. Die Bundesregierung hatte für den Sommer ein Gewaltschutzgesetz groß angekündigt, doch trotz zahlreicher Versprechungen liegt bis heute kein Entwurf vor. Aus diesem Grund haben wir erneut nachgefragt beim Familienministerium, welche finanziellen Mittel die Regierung für die Umsetzung des Gesetzes im kommenden Jahr bereitstellen wird. Die Antwort aus dem Familienministerium: nicht ein einziger Cent, und das ist einfach ein Skandal, Frau Paus. Auch das Investitionsprogramm zum Ausbau der Frauenhäuser wurde ja auch heute angesprochen in der Debatte. Zum Jahresende wird das ablaufen, und ab diesem Zeitpunkt lässt die Bundesregierung gewaltbetroffene Frauen und Mädchen völlig im Stich. Wir brauchen ein starkes Gewaltschutzgesetz, nicht irgendwann, sondern jetzt, und zwar mit flächendeckender und dauerhafter Finanzierung für alle Frauenhäuser. Wir werden weiterhin entschlossen für soziale Gerechtigkeit eintreten und uns gegen die Kürzungspolitik der Ampel stellen. Wir fordern die Abschaffung der Schuldenbremse, damit dringend notwendige Maßnahmen und Investitionen getätigt werden. Vielen Dank. Martin Gassner-Herz für die FDP-Fraktion ist der nächste Redner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, meine Damen und Herren! Auf Schuldenbergen können Kinder nicht spielen. Maßvolles Haushalten stellt sicher, dass auch nachfolgende Generationen selbst Gestaltungsspielräume behalten. Umsichtige Finanzpolitik ist deshalb auch generationengerechte Familienpolitik. Der Einzelplan 17 steht genau unter diesen Vorzeichen. Es ist geboten, dass wir Gutes stärken und Nachrangiges aussortieren. Wo sind unsere Mittel am effektivsten? Welche Maßnahmen erfüllen die gesetzten Ziele und Kriterien auf höchstem Niveau? Das Programm Demokratie leben ist in den letzten Jahren im Volumen rasant angewachsen. Es gilt nun zu prüfen, ob es noch in einem ausgewogenen Verhältnis zu anderen demokratiestärkenden Titeln wie dem Kinder- und Jugendplan oder den Freiwilligendiensten steht. Derzeit werden exekutiv neue Richtlinien erlassen, die nicht unserer parlamentarischen Mitwirkung unterliegen. Die bisherige Evaluation lässt nicht zu, die zuvor angesprochene Abwägung präzise zu beantworten. Gerade in diesem Bereich ist es aber wichtig, die sinnvollsten Projekte zu identifizieren und gezielt weiter zu fördern und gleichzeitig weniger Erfolgreiches zu beenden. Für Demokratie leben ist Ordnungsdruck durch eine geringere Mittelzuweisung herzustellen. Um die gestalterischen Spielräume auszuweiten, ist aber auch nötig, zusätzliche Einnahmen zu realisieren.
zum Beispiel beim Unterhaltsvorschuss, wo wegen überlasteter Jugendämter hunderte Millionen Euro zum Schaden des Bundes offen geblieben sind. Hier liegt Potenzial, nicht nur dringend benötigte Mittel für wichtige Projekte zu schaffen, sondern vor allem auch ein Stück Gerechtigkeit wiederherzustellen. Dazu braucht es keine neuen Gesetze, sondern exekutive Hingabe zu wirksamem Verwaltungshandeln. Vielleicht gelingt mir ja heute der Versuch, das Herz der Ministerin für elegante, wunderschöne Verwaltungseffizienz zu erwärmen. Hingabe für kreative Exekutive wäre auch beim Thema Kinderwunschbehandlung geboten. Die im Koalitionsvertrag geeinten Verbesserungen warten noch auf Umsetzung. Sie kennen unsere Vorschläge, wie das mit knappen Mitteln auch zu realisieren wäre. Die vielen Paare, die so häufig verzweifelt sind in ihrem unerfüllten Familientraum, benötigen unsere Hilfe. Stattdessen wird hier gegen jegliche Fachlichkeit der Rotstift angesetzt, um am Pokertisch der Haushaltsverhandlungen zusätzliches Geld zu gewinnen, das es nicht gibt. Das gehört sich nicht. Außerdem sehe ich in den hausinternen Titeln ganz selbstverständlich inflationsbedingte Aufwüchse, die andererseits den vielen Förderprojekten nicht zugesprochen werden. Wer anderen das Sparen abverlangt, sollte im eigenen Haus damit beginnen. Das wäre führend durch Vorbild. Familienleistungen digitalisieren und vereinfachen, bessere Teilhabechancen für Kinder und Jugendliche schaffen, das sind bei der Kindergrundsicherung unsere Ziele. Ein Staat, der verdeckte Armut bekämpft, den Kindern echte Teilhabe und gezielte Förderung ermöglicht, ist unser Versprechen. Mit Sofortzuschlag, höherem Kindergeld, Regelbedarfen und Freibeträgen haben wir auf der monetären Seite bereits erledigt, was zu tun war. Jetzt gilt es, mit 20 Milliarden für das Stadtchancenprogramm und noch mal 4 Milliarden für die Kita-Qualität die Strukturen für bessere Bildung zu stärken. An keiner Stelle können wir mit dem Hebel Ehrenamt mit so wenig Geld die Realität von Kindern in Armut so drastisch verbessern wie durch die Teilhabe in den Vereinen durch das Kinderchancenportal. Ich glaube, die Conny von vorhin, die hat das Kinderchancenportal schon genutzt. Kommen wir hier bitte dringend in die Umsetzung. Noch ist der Haushalt des Familienministeriums nicht perfekt ausbalanciert. Wir müssen gemeinsam für das kommende Jahr die Grundlagen schaffen für ein gerechtes und starkes Miteinander, in dem jeder Mensch die Unterstützung braucht, die er bekommt, die er braucht, um sein Potenzial voll entfalten zu können. Und für die SPD-Fraktion ist die nächste Rednerin Sarah Lahrkamp. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Starke Familien sind das Fundament einer starken Gesellschaft. Und unsere Familien sind wirklich einfach wundervoll. Mütter, Väter, Partnerinnen und Partner, Großeltern, sie alle leisten jeden Tag Herausragendes. Sie erziehen Kinder, sie kümmern sich umeinander und sie halten unsere Gesellschaft zusammen. Damit Familien diese Aufgaben aber auch wahrnehmen können, brauchen sie nicht nur Respekt und Anerkennung. Sie brauchen auch konkrete Unterstützung in Form von familienpolitischen Leistungen. Und trotz wirklich angespannter Haushaltslage haben wir unsere Kinder und Familien immer vielfältig unterstützt. So haben wir das Kindergeld auf 250 Euro erhöht, den Kinderzuschlag erhöht, den Kindersofortzuschlag eingeführt, aber nicht nur das. Wir haben auch das Wohngeld ausgeweitet und den Mindestlohn auf über 12 Euro angehoben. Hubertus Heil hat übrigens vollkommen recht, wenn er fordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro weiter steigen soll. Hiervon profitieren überwiegend Frauen und dadurch auch ganz viele Mütter. Und ein fairer Lohn ist doch der Garant dafür, dass staatliche Hilfesysteme gar nicht erst in Anspruch genommen werden müssen. Hier zeigt sich aber auch ganz deutlich, dass gute Familienpolitik nicht nur auf den Einzelplan 16 begrenzt ist, sondern im Gesamthaushalt immer mitgedacht werden muss. Und das haben wir auch immer getan. Ein Herzensanliegen von mir ist, dass unsere Kleinsten und ihre Eltern fortwährend in ihrem Leben finanziell und auch gesellschaftlich gestärkt werden. Mit dem Haushalt 25 werden Kindergeld und Kindersofortzuschlag nochmals erhöht. Wir erhöhen den Kinderzuschlag auf knapp 300 Euro und wir unterstützen
wieder einmal unsere Länder mit 2 Milliarden Euro, damit diese das Personal und Qualität der Kitas investieren können. Als vierfache Mama weiß ich wirklich, dass man nur hier sicher beruhigt zur Arbeit gehen kann, wenn das eigene Kind gut und sicher betreut ist. Es ist auch unser Anliegen, gegen Kinderarmut in diesem Land zu kämpfen. Und daher ist es mir ein Anliegen, die Kindergrundsicherung auf den Weg zu bringen. Zur Wahrheit gehört hier an dieser Stelle aber auch, die Gespräche dauern noch an. Aber umso wichtiger ist es doch, die Familien und Kinder in der Zeit nicht alleine zu lassen, sondern die bereits bestehenden Strukturen zu stärken. Und das tun wir jetzt durch die Erhöhung der bereits bestehenden familienpolitischen Leistungen. Sie sehen, vieles wurde umgesetzt. Es gibt aber auch noch viel zu tun. Und deswegen werden wir als SPD-Fraktion sehr selbstbewusst in die nun kommenden Beratungen gehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten noch einige gute Dinge für Kinder und ihre Familien herbeiführen können. Zum Abschluss meiner Rede würde ich gerne, es gehört für mich zur Familienpolitik dazu, auf ein paar noch offene, nicht haushaltsrelevante Punkte eingehen. Denn in den letzten Wochen und Monaten habe ich von ganz vielen Müttern und auch Vätern da draußen Briefe und Zuschriften bekommen, die sehnsüchtig auf die Einführung der zweiwöchigen Partnerfreistellung, des gestaffelten Mutterschutzes bei Tod- und Fehlgeburten und des Mutterschutzes für Selbstständige warten. Ich möchte Ihnen bitte sagen, ich kann Ihre Ungeduld gut verstehen und ich würde mich umso mehr freuen, wenn wir hier bald Erfolge feiern können. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wir wissen, was Familien jeden Tag leisten. Und wir werden dafür kämpfen, dass Familien weiter gestärkt und entlastet werden. Denn es braucht nicht nur jeden Einzelnen, sondern immer ein ganzes Dorf. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich erteile das Wort für die Unionsfraktion dem Kollegen Paul Lehrrieder. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Die Kollegin Gitte Jensen hat völlig zu Recht gesagt, wir sollen hier nicht immer so miesepetrig unsere Reden halten. Deshalb will ich meine Rede etwas umstellen und ausnahmsweise mit etwas Lob beginnen. Frau Ministerin, ich darf Sie zu Recht loben. Das ist ziemlich schnell abgearbeitetes Lob, aber trotzdem darf Sie loben dafür, dass Sie eben aus den letzten Haushaltsberatungen die Erkenntnis mitgenommen haben, dass wir bei den Freiwilligendiensten die drastischen Kürzungen im letzten Haushalt uns heuer erspart haben. Warum sage ich das? Sie wissen selber, dass die Einsatzstellen in der Regel im September mit den Freiwilligendiensten beginnen. Das heißt also, wenn die Freiwilligen, wenn die Einsatzstellen im September nicht wissen, ob ich noch im Januar Geld habe für dieselbe Stelle, werde ich mich überlegen, ob ich überhaupt diese Stelle schaffe. Deshalb ist es gut und wichtig, dass hier ein erhöhtes Maß an Planungssicherheit noch da ist. Es ist, die Kollegin Wiesmann hat darauf hingewiesen, nicht ganz so viel Geld wie im letzten Jahr drin, aber zumindest haben uns die drastischen Kürzungen vom letzten Jahr, haben Sie uns heuer erspart, Frau Ministerin. Dafür mein erster Dank. Ja, können unsere Leute auch mal klatschen, wenn schon die SPD klatscht. Der zweite Punkt, Kinder- und Jugendhilfeplan, das ist ganz wichtig. Der Kollege Gassner-Herz hat darauf hingewiesen, Kinder- und Jugendhilfeplan, da unterstützen wir die Jugend, wir unterstützen die Jugendverbände. Da hatten wir auch im letzten Jahr drastische Kürzungen dabei. Ich hatte sie in der Beratungssitzung darauf angesprochen, habe gesagt, wir können doch nicht erst die Jugendverbände auf die Palme treiben, um sie ein paar Monate später wieder runterzuholen. Das haben Sie uns auch erspart. Zweites Lob. Drittes Lob. Ja. Drittes Lob, Kindergrundsicherung. Die 100 Millionen sind zunächst nicht im Haushalt drin dabei. Das Ministerium sagt, wir arbeiten weiter dran. Ich glaube, das würde es den Fleiß oder den Schweiß aller Edlen und Gerechten verdienen, wie wir die begrenzt oder die immer enger werdenden finanziellen Mittel des Bundes tatsächlich so ansetzen, dass sie möglichst bei den Familien ankommen. Dass wir über Aufklärung von Kinderzuschlag, über die, sagen wir so, aufsuchende Hilfen quasi die Familien, die bedürftigen Familien erreichen, anstelle, und das hat ja die Anhörung im Ausschuss im Frühjahr ergeben, eine neue Bürokratie aufzubauen mit 1.000 Familienkassen, 5.000 Beschäftigten, wo das Geld des Bundes ein Stück weit in die Bürokratie fließt und bei den Familien da nichts mehr übrig bleibt. Wir sollen überlegen, wie erreichen wir die Familien vielleicht besser. Ich glaube, das wäre auch wichtig. Das ist eine Hausaufgabe, wo wir sie gerne unterstützen, das nächste Jahr noch. Wie schon gesagt, danach müssen wir eh schauen, wie das in einem Jahr ausschaut. So, mit dem Anfang der parlamentarischen Beratungen für den Haushalt des Jahres 2025 beginnt der letzte Akt der Ampel. Das muss ich leider so deutlich sagen. Das ist gut so. Sowohl haushalterisch als auch inhaltlich programmatisch.
Haushalterisch, nachdem die Union sie im letzten Jahr beim Versuch, einen verfassungswidrigen Haushalt aufzustellen, stoppen musste, kam es auch in diesem Jahr nach wochenlangem Koalitionshickhack zur verspäteten Aufstellung für das kommende Jahr. Der Bundeshaushalt soll rund 489 Milliarden umfassen. Die Schuldenbremse, Gott sei Dank haben wir sie, sehen wir manche hier anders, wird zulasten der jungen Menschen in diesem Land maximal ausgereizt. Und nein, wir machen auch Schulden. Wir machen im Haushaltsjahr 2024, 2025 immerhin 100 Milliarden neue Schulden. Auch das gehört zur Wahrheit. Die Schuldenbremse ist ein Stück weit eben da, noch da, aber natürlich eben ist es nicht, verhindert es nicht die Neuverschuldung des Bundes. Und die Schulden von heute, meine Damen und Herren, sind die Steuern von morgen. Die nächste Generation muss es ausbauen, und ein Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sollte vielleicht auch nachhaltig für die jetzigen Jugendgenerationen denken und denen nicht eben nur einen Scherbenhaufen an Schulden überlassen. Ich glaube, da bitte ich Sie auch noch mal in sich zu gehen. Um überhaupt einen Haushalt für das kommende Jahr ins Parlament einbringen zu können, bedienen Sie sich zusätzliche Tricks rund um die globale Minderausgabe. Da sind ja auch noch 12 Milliarden ein Stück weit im Haushalt versteckt. In den einzelnen Etats ist darüber noch mehr globale Minderausgabe versteckt, die wir, wenn es ganz gut läuft, vielleicht nicht alle eben brauchen. Aber natürlich ist nicht sicher, dass diese globalen Minderausgaben nicht tatsächlich doch noch anfallen. Also da sind natürlich schon auch Tricks dabei. Wenn wir in aller Ruhe die nächsten Wochen bei den Haushaltsberatungen noch mal angucken. Das bestätigt ein Gutachten des Bundesrechnungshofes. Auch das liegt den Haushältern vor und mahnt in den aktuellen Papier in letzter Woche von hohen Deckungslücken und verfassungsrechtlichen Risiken für diesen Haushalt. Das alles gehört genauso zur Ausgangssituation wie das miserable Wirtschaftswachstum oder die anhaltende Schwäche am Arbeitsmarkt. Auch das ist Ihnen alles bekannt. Wir haben mittlerweile null Wirtschaftswachstum. Die Länder um uns herum sind da deutlich besser. Wenn wir heute im Einzelbahn über den Einzelbahn 17 reden, denn eines ist jedoch klar, wenn wir hier über die junge Generation in unserem Land reden, über die vielen jungen Familien und Frauen, dann sind das die Menschen, die für ihre Politik der letzten Jahre die Zeche zahlen müssen. Ist das Ihr Verständnis von Generationengerechtigkeit? CDU und CSU sagen dazu entschieden nein. Verantwortung für unser Land und die kommenden Generationen, die diese Schulden abtragen müssen, sieht anders aus. Sie mögen jetzt, wie die letzten drei Jahre, auch die Realitäten und Bedürfnisse im Land ignorieren, sich wechselseitig über ihren Koalitionspartner aufregen, oder Ihnen ist das auch nach drei Jahren in der Regierungsverantwortung nicht zu dumm. Für die SPD sind es übrigens schon 11 Jahre in Regierungsverantwortung, Ihre mangelhafte Programmatik mit der Vorgängerregierung zu entschuldigen. True Leadership sieht ganz anders aus, meine Damen und Herren. All das hat das Vertrauen in Sie als Ampel alles andere als gestärkt. Die aktuellen Umfragewerte belegen dies eindeutig. Mit der CDU-CSU-Fraktion, ich weise auf die Ausführung der Kollegin Bär und des Kollegen Debrugge hin, wird es so einen Zirkus nicht geben. Im Ergebnis landen wir mit dem von Ihnen hier vorgestellten Entwurf für das Haushaltsjahr 2025 fernab der Realitäten und Bedürfnisse von jungen Frauen, Familien und Senioren. Vor zwei Jahren sind der Ampel unter anderem die Sprachkitas zum Opfer gefallen. Letztes Jahr waren es Kürzungen beim Elterngeld, und dieses Jahr ist der Programmbereich dran. Bevor ich aber dazu komme, noch ein Wort zum größten Ausgabenblock im Einzelplan 17, den gesetzlichen Leistungen, die mittlerweile immerhin 91,5% der Gesamtausgaben machen. In diesem Ausgabenblock ist das Elterngeld mit rund 7,8 Milliarden die bei weitem größte Position. Entgegen den vollmundigen Ankündigungen in Ihrem Koalitionsvertrag, spreche zum Beispiel von einer Dynamisierung in der Höhe oder von zusätzlichen Partnermonaten, haben Sie hier mit Ausnahme der letztjährigen Kürzung nichts unternommen, um diesen wichtigen Beitrag zu einer gleichberechtigten und geteilten Care-Arbeit zu leisten. Sie haben damit jungen Müttern in der Gleichberechtigung zwischen der Eltern- und Bärendienst erwiesen. Den Rest, Frau Präsidentin, werde ich bei der zweiten Lesung, bei der Schlusslesung des Haushaltes im November vorbringen. Herzlichen Dank. Danke auch, dass Sie mir immerhin 30 Sekunden eben Zusatzzeit gewährt haben. In dem Sinne alles Gute, gute konstruktive Beratungen mit allen Lieber Kollegen. Lieber Herr Lehriger, jetzt muss ich aber einschreiten. Jetzt muss ich aber ein bisschen mehr einschreiten. Genau, da müssen wir in der Schlussrunde mal genau drauf schauen. Ne? So, jetzt ist die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Nadine Ruf. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Unser Grundgesetz wurde dieses Jahr 75 Jahre alt. Grund zu feiern, aber auch Grund zurückzublicken. Unsere Geschichte lehrt uns, dass wir unsere Demokratie nie wieder aufs Spiel setzen dürfen.
Sie wurde von mutigen Menschen erkämpft, damit wir heute in einer freien und vielfältigen Gesellschaft leben können. Und ich sage sehr deutlich, davon profitieren auch die, die Demokratie immer genau dann einschränken wollen, wenn es ihnen in den Kram passt. Aber unsere Demokratie muss verteidigt werden. Wir haben alle Verantwortung zu handeln, wenn eine Mitbürgerin im Bus rassistisch oder antisemitisch beleidigt wird, wenn Hakenkreuze an Schulwände geschmiert werden oder wenn, wie jüngst geschehen, ein vermeintlicher Komiker Sportlerinnen und Sportler mit Behinderungen übelst diffamiert. Gut, dass es in diesem Fall Konsequenzen für ihn gab. Aus Worten werden Taten. Letztes Jahr erschien die neueste Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. 13% der Befragten gaben an, einige Politikerinnen und Politiker hätten es verdient, wenn die Wut gegen sie in Gewalt umschlägt. Und dieses Jahr mussten wir erleben, dass unter anderem der sächsische Europaabgeordnete Matthias Ecke im Wahlkampf von rechtsextremen krankenhausreif geschlagen wurde. Das darf in einer Demokratie keinen Platz haben. Wir müssen, Sie fühlen sich ganz offensichtlich durch meine Rede unheimlich provoziert, dass Sie ständig dazwischen quaken müssen. Wir müssen jedem Einzelnen in diesem Land das Handwerkszeug mitgeben, in solchen Situationen einzugreifen. Jeder muss sich in der Lage fühlen, in der Lage sein, zu widersprechen und aufzustehen. Aber auch die Argumente anderer zu hören und Kompromisse zu finden. Auch das gehört zur Demokratie dazu. Als Bund unterstützen wir Träger und Kommunen finanziell bei dieser wichtigen Arbeit. Sie befähigen Bürgerinnen und Bürger, wehrhafte Demokratinnen und Demokraten zu sein. Und es ist deshalb folgerichtig, dass für Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie erneut rund 200 Millionen Euro im Etat des Familienministeriums vorgesehen sind. Diese Mittel fließen über die Bundesprogramme Demokratie leben und Menschen stärken Menschen in die Demokratiearbeit vor Ort ein. Und ich danke allen vor Ort, die sich haupt- oder ehrenamtlich in unserem Land für die Demokratie einsetzen, in einer definitiv schwierigen Zeit. Kurze Anmerkung noch. Ja, natürlich ist es wichtig, sich gegen Antisemitismus zu engagieren. Das wurde eben gesagt. Und deswegen schiebe ich hinzu, viele Träger tun dies von Beginn an. Zum Beispiel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage oder aber die Amadeo-Antonio-Stiftung. Das heißt, das passiert heute schon. Und gerade jetzt, da die Demokratie vielerorts unter Druck gerät und wir erschüttert sind von furchtbaren Attentaten, müssen wir dafür sorgen, dass die Strukturen zur Demokratieförderung nicht wegbrechen. Und mein Kollege Felix Dörren hat es eben schon erwähnt, mit dem Demokratiefördergesetz, das hier vor über einem Jahr in erster Lesung beraten wurde, würde der Bund einen gesetzlichen Auftrag erhalten, Maßnahmen zur Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung, Extremismusprävention und politischer Bildung zu fördern. Damit würden wir den Beschäftigten in Demokratieprojekten vor Ort auch eine langfristige Perspektive geben. Das ist wichtig. Als verheiratete Mutter von 3 Töchtern, das müsste die AfD eigentlich freuen, sehe ich jeden Tag, dass der respektvolle und tolerante Umgang miteinander am besten in jungen Jahren erlernt wird. Deshalb ist jeder Euro, der in die Kinder- und Jugendarbeit fließt, eine Investition in die Demokratie. Die Jugendverbände und Träger der Kinder- und Jugendhilfe legen das Fundament für eine starke und wehrhafte Demokratie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Demokratie ist mitnichten die einfachste Staatsform. Kommen Sie bitte zum Schluss. Da man sich täglich für sie engagieren muss. Aber gerade in Deutschland wissen wir, dieses Engagement ist alternativlos. Deswegen bitte ich, werbe ich darum, dass wir das weiter unterstützen. Es steht viel auf dem Spiel. Danke schön. Und die letzte Rednerin in dieser Einzelplandebatte ist Leni Breymeier für die SPD-Fraktion. Schönen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin, liebe Staatssekretärin,
Kind Dilligös, wir haben jetzt anderthalb Stunden debattiert über unseren Haushalt für den Bereich Frauen, Familie, Jugend und Seniorinnen und Senioren. Wir starten in die parlamentarischen Beratungen. Und bevor ich nachher keine Redezeit mehr habe, will ich gleich mal zu Beginn sowohl dem Kollegen Döring wie aber auch allen anderen Haushälterinnen und Haushältern herzlich für ihre Arbeit danken und um viel Wohlwollen bitten, weiterhin für unseren Einzelplan. Es ist jetzt auch schon, alle haben ihre Themen nach der Reihe abgearbeitet. Mir ist ein Thema noch wichtig. Das ist die Gewalt an Frauen. Frauenhäuser, es ist mehrfach gesagt worden, das befristete Investitionsprogramm ist ausgelaufen. Und ich bin froh, dass wir in den letzten Jahren vom Bund so viel Geld genommen haben in die Infrastruktur der Frauenhäuser. Also es war wirklich gut und jetzt ist es ausgelaufen. Natürlich hätte ich mir auch gewünscht, da läuft was weiter. Aber vielmehr wäre mir es wichtig, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir die Regelfinanzierung der Frauenhäuser zwischen Bund und Ländern aufgeteilt bekommen, weil wir wissen, die Länder werden den Bedarf nicht decken können. Und insofern muss da im 25er Haushalt auch nichts drin sein. Aber die Träger, die Kommunen, die erwarten von uns, dass wir die Struktur in dieser, die Finanzierungsstruktur in dieser Legislaturperiode noch fertig machen. Und deshalb, das gehört in ein Gewalthilfegesetz rein. Und Frau Ministerin, da haben Sie jede Unterstützung der SPD-Fraktion und ich hoffe auch von allen anderen Fraktionen. Denn wir haben jeden zweiten Tag, es ist gesagt worden, einen Femizid in Deutschland, jeden zweiten Tag eine Frau, die umgebracht wird, weil sie Frau ist, von ihrem Partner, von ihrem Ex-Partner. Und das ist auch ein großer gesellschaftspolitischer Skandal. Wo sind zu diesen 170 toten Frauen die Sondersendungen im Fernsehen? Wo sind die Titelseiten auf den Zeitungen? Wo ist die Empörung auf Social Media? Wo ist der politische Aktionismus? Den wünsche ich mir. Und ich will bitte, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dass wir das zusammen hinkriegen. Das Gewalthilfegesetz ist was Zentrales und die Menschen warten drauf. Und vielleicht können sich alle Betriebs- und Volkswirtinnen hier im Haus auch mal ausrechnen, wie hoch die Folgekosten sind, wenn wir da nichts machen. So, das dazu. Jetzt zu meiner geschätzten Kollegin Bär. Zum Anfang Ihrer Rede haben Sie gesagt, dass wir nichts machen bei Gesundheit. Ich mag daran erinnern, wir geben 3,5 Millionen Euro in die Endometrioseforschung. Das ist großartig. Da haben wir all die Jahre nichts dazu gemacht und die betroffenen Frauen warten darauf. Ich bin froh, dass wir das machen. Und ich bin froh, dass wir das Start-Chancen-Programm mit den Ländern zusammen auf den Weg gebracht haben und dass wir 4 Milliarden in die Kitas reinstecken. Und ich meine, sorry, aber wo ist ja Herr Mittelberg, der ja irgendwie auch gefordert hat, dass man das noch mal überprüfen soll, dass der Bund diese Sachen finanziert. Also insofern denke ich, wir machen da schon das, was tatsächlich auch zu machen ist. Und als die Debatte vorher anfing, saß auf den Tribünen oben anders aus. Da saßen auf allen Tribünen Schülerinnen und Schüler und einige sichtbar mit Migrationshintergrund. Und ich saß da und habe mich hier und habe mich geschämt für den Wortbeitrag des Kollegen der AfD, weil das sind die jungen Leute, die mal ihre und unsere Rente bezahlen. Und da kann ich nur sagen, gestern Abend haben wir 18 Jahre allgemeines AGG gefeiert und da gab es einen Festvortrag vom Herrn Friedmann und der hat gesagt, Hass ist hungrig, Hass wird nie satt, sorgen wir dazu, dass Hass bei uns keine Nahrung bekommt. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Zu diesem Einzelplan liegen keine weiteren Wortmeldungen vor und deshalb treten wir in die Beratungen des Einzelplans 15 ein.